Ladies and gentlemen, it's showtime. Gynecos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gynecos. Freunde, bevor es hier jetzt gleich losgeht, würde ich euch erstmal darum bitten, den provisorischen Like und Kommentar dazulassen. Kanal abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Das ist tatsächlich der einfachste Support, den ihr uns geben könnt. Ansonsten bekommt ihr mit dem Code PODCAST immer den besten Preis im Gynecos Shop. Somnia ist wieder da, Galenicus ist wieder da. Beides mit neuer Formel und leckeren neuen Geschmacksrichtungen. Whey Konzentrat gibt es für 20,24 Euro pro Kilo. Whey Isolat für 26,99 Euro. Kreatin kommt in der 500 Gramm Dose, ist am Start für 13,49 Euro. Also lasst euch nicht lumpen, unterstützt uns, unterstützt das Format und natürlich auch euren Geldbeutel. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der neuen Episode hier im Gynecos Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Stammgastfolge des Gynecos Podcasts. Diesmal nicht mit Martina, sondern mal wieder mit Chris. Aber wenn die Folge hier raus ist, bekommt ihr wahrscheinlich ziemlich genau eine Woche später die nächste Episode mit Martina, die schon fertig aufgenommen ist. Wir haben wieder ein paar Fragen auf der Agenda heute, denen wir uns gleich widmen werden. Aber Chris, erstmal vielen Dank für deine Zeit und damit herzlich willkommen im Gynecos Podcast. Gerne. Freue mich auf die Folge. Ja, ich bin gespannt, ob wir heute wieder für die Fans unserer Gespräche ein weiteres Highlight zaubern können. Kam auf jeden Fall sehr viel positives Feedback für unsere Special News die letzten beiden Male. Noch kurz vorab, dass ihr da draußen Bescheid wisst, das ist wieder ein Vordreh, was bedeutet, dass die Folge nicht so schnell rauskommt wie sonst nach der Aufnahme. Heute ist der 6. September, Release ist mal angepeilt am 16. September. Einfach, dass klar ist, dass wir manche Dinge halt nicht vorhersehen können. Wir fangen deshalb auch mit was ganz Allgemeinem an. Und zwar hat hier jemand um deine ehrliche Meinung zu Flying Uwe gebeten. Mir fällt wirklich nur Positives zu Flying Uwe ein. Ich glaube, wenn man seine Geschichte ein bisschen kennt oder zumindest das, was er davon preisgegeben hat, wie der Wahrheitsgehalt natürlich davon ist, das können wir nicht abschätzen, aber so wie er erzählt hat, hatte er eine ziemlich bewegte Kindheit mit drogensüchtiger Mutter, Dealer, Vater, irgend so in diesem Bereich. Und ich glaube, er war viel alleine gestellt, als er noch ein Kind war. Und das, finde ich, hat ihn so geprägt, aber auf einer positiven Ebene. Häufig ist es ja so, wenn man in so einem Milieu aufwächst, dass man dann selbst so eine Karriere einschlägt, und er hat ja das komplette Gegenteil gemacht. Das sagt er ja auch, dass er durch dieses Umfeld, in dem er sich da oder in dem er aufgewachsen ist, sich anders entwickeln wollte und ein anderes Leben führen wollte, und das ist ihm, glaube ich, extrem gut gelungen. Ich kann mich auch an keinen Skandal von ihm erinnern. Wenn ich an ihn denke, denke ich an einen Sportler, oder dann habe ich den MMA-Fighter im Kopf, der auch in einem MMA-Ring steigt und sich da der Herausforderung stellt, und nicht ein Poser, der irgendwie, dem es aus Äußere ging, oder der groß seinen doch vorhandenen Reichtum offenbar irgendwie zur Schau stellte, einen Familienvater und einen, ich sage jetzt mal, Geschäftsführer, der da bei verschiedenen Unternehmen an der Spitze ist. Und ich denke, wie fest es die E-Mails gehören, das weiß ich nicht. Da gibt es Gerüchte. Aber zumindest was Marketing betrifft, da ist er, glaube ich, an vorderster Front tätig. Ja, ich glaube, du musst die Person Flying Uwe so ein bisschen von den Marken trennen. Ich würde vielleicht trotzdem beides beleuchten wollen. Das, was du gesagt hast, das finde ich auf jeden Fall richtig und auch sehr stark. Ich habe damals, meine ich, den Podcast bei Tim Garbe gesehen, wo er so ausführlich nochmal seine Lebensgeschichte Revue passieren lässt. Und es gibt da ja immer zwei Möglichkeiten, wenn du in so einem Milieu aufwächst. Entweder du gerätst genau auf dieselbe Bahn oder du machst alles komplett anders. Und er hat es komplett anders gemacht. Und das finde ich sehr gut und auch irgendwie beeindruckend.
Noch dazu, glaube ich, so ein Flying Uwe privat, das ist schon so ein cooler Typ, glaube ich. Ich glaube, mit dem kannst du Spaß haben. Das ist so ein Realer, so ein echter, so ein lustiger. Und da gibt es, glaube ich, gar nicht ganz so viel zu kritisieren. Ob er da jetzt bloß derjenige ist, der halt vorne hingestellt wird aufs Schiff und den Rest macht irgendjemand anderes. Ja, who cares am Ende? Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendjemanden interessiert. Wenn ich halt an Flying Uwe denke, dann denke ich halt immer auch an die Marken, für die er steht. Und was ich immer im Kopf habe, wenn ich an Flying Uwe denke, ist einmal dieser Hackerangriff, der da irgendwie vorgeschoben wurde, um irgendeine Aktion zu pushen. Dann einmal dieser Fake-Einbruch über die Überwachungskameras. Und jetzt zuletzt dieses Seven vs. Wild, wo er gesagt hat, ich ziehe mich zurück. Ihr hört jetzt erstmal nichts mehr von mir. Ja, das finde ich immer so ein bisschen cheap, muss ich sagen. Also es ist so, mittlerweile ist klar, immer wenn sowas kommt, dann ist nicht mehr ernst zu nehmen. Und ich glaube, jetzt hat er aber wirklich was Ernstes gehabt. Irgendwie Trennung von seiner Frau oder so. Das habe ich so am Rande mitbekommen. Okay. Und das ist dann halt das, was ich immer gesagt habe. Wenn sowas dann passiert, dann weißt du halt nicht mehr, ist es jetzt ernst oder ist es nicht mehr ernst. Weil es wurde schon die Seite gehackt, es wurde schon eingebrochen. Alles war April, April. Und jetzt kommt dann sowas und dann bist du irgendwie schon, ja, okay, ist halt von der Frau getrennt. Was ja wirklich ein einschneidendes Erlebnis ist, so in dem Leben. Ist das der Grund, warum er sich von Social Media mehrheitlich zurückgezogen hat, diese Trennung von, oder die mutmaßliche Trennung von der Frau? Ich glaube, dass das jetzt der letzte Grund war. Das, was davor kam, war ja diese Seven vs. Wild-Geschichte. Kennst du dieses Format, oder? Ja, so am Rande habe ich das mitbekommen, ja. Ja, die werden ja irgendwie auf so einer verlassenen Insel ausgesetzt und müssen sich dann alleine durchkämpfen. Da hat er ja mitgemacht und das war ja davor, als er sagte, er zieht sich jetzt zurück und sein Social Media Manager übernimmt da seinen Kanal und quatscht da ein bisschen in die Kamera. Ja, das fand ich halt dann komisch. Jetzt zieht er sich wirklich wahrscheinlich ein bisschen zurück, weil es privat ein bisschen gescheppert hat quasi. Aber wenn du halt solche Stories nach außen trägst, um Marketing zu betreiben, die ja schon irgendwie eine gewisse Brisanz und auch Ernsthaftigkeit mitbringen und dann nachher aber alles bloß gespielt war. Du musst aufpassen, dass du nicht da draußen diesen seriösen Eindruck vermissen lässt und dass die Leute dich noch ernst nehmen. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe das ein bisschen mitbekommen, das war mal so um Weihnachten rum, hatten sie so bei Smilodox so einen großen Ansturm, glaube ich. Und ich finde, da hat er das Managen von so einer Krise hat das sehr gut gemacht, fand ich. Oder wie gesagt, vielleicht hat er super Leute hinten dran. Nichtsdestotrotz, er ist der Frontmann und das hat er wahnsinnig, Damage Control, dieses Wort habe ich gesucht, hat er wahnsinnig gut gemacht, hat mit Mails und mit vor die Kamera stehen und wir sind überfordert oder überrannt worden und alles nachgeschickt und so weiter. Das hat er wahnsinnig gut gemacht, finde ich, so dass man nicht den Eindruck bekam, das war jetzt einfach eine Marketingaktion, um die Reichweite zu erhöhen, sondern als Kunde bekam man das Gefühl, man wird ernst genommen und es ist ihnen wichtig, dass jeder Kunde sein Kleidungsstück erhält. Ja, das finde ich auch immer, ist der richtige Weg, oder? Wenn man irgendwas verbockt hat oder irgendwas nicht so läuft, dann kann man es auch sagen. Ist dann wahrscheinlich so ein Stück weit schwierig, aber ich glaube, die Leute, die dann mitdenken und sich kurz selbst reflektieren, die haben da auch ein viel größeres Verständnis, wenn jemand einfach ehrlich ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Flying Uwe, fertig? Nichts Negatives? Nein, wirklich nicht. Mir kommen dann immer so Bilder, ich zum Beispiel, oder Sequenzen, auch wie ich glaube, Fitness-Oscar, irgendwie das Flying Uwe mal irgendwann eine Fibo zu Fitness-Oscar hing, ist und ihm ein paar Supplements in die Hände gedrückt hat, als Fitness-Oscar noch nicht Business-Oscar war, und gesagt, du bist irgendwie, warst immer ein korrekter Typ, hier hast du ein paar Dinge. Und solche Sachen kommen mir in den Sinn, wenn ich an Flying Uwe denke. Und das sind alles Dinge, die eben zeigen, ich glaube, dass das klingt jetzt da recht LGBTQ-mäßig, aber dass er ein guter Mensch ist und nicht irgendwie die
Maximierung, Profitmaximierung immer an erster Stelle steht. Ich meine, bei vielen Protagonisten in dieser Szene, da denkt man das ja immer mit. Ich nenne jetzt keine Namen, ich möchte jetzt mal nicht schon jetzt poltern, aber praktisch unisono von allen Leuten in dieser Szene mit ihren Reels und so weiter, da hat man immer das Gefühl, die wollen dir was andrehen. Und das Gefühl habe ich bei Flying Uwe noch nie gehabt. Ich war gerade bei Fitness Oscar auf dem Instagram-Kanal, weil der letzte Stand, den ich hatte, war ja, der macht irgendwie so Food-Videos. Ah, schrecklich. Ich würfel, wie viele Pizzen ich heute esse und sowas. Es ist schwierig, wenn er damit Erfolg hat, ich gönne ihm das. Ja. Ich frage mich halt trotzdem immer, ist das so der Content, den ich in meinem Alter machen würde? Und so ein Fitness-Oscar tatsächlich, auch wenn das wahrscheinlich die wenigsten glauben würden, der ist, glaube ich, ein Jahr jünger als ich. Jetzt stelle ich mir so vor, ich setze mich ins Internet und nehme den Würfel und sag, so viele Döner werde ich heute essen oder irgendwie sowas. Da würden die Leute mich, glaube ich, für komplett Banane empfinden. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, mein letzter Stand war, dass Fitness Oscar bei Flying Uwe unter Vertrag ist. Es war mal irgendwas. Also irgendwie haben sie mal die Kleidermarke, das Brand, das Label, wie man das, ich scheue mich ein bisschen von Kleidermarke zu reden, aber den Brand da von Fitness Oscar, wie hieß es? Das hieß wie irgendwie so eine terroristische Organisation? ALG oder sowas. Also irgendwie sowas. Ah. Nicht ALG. Wie war das? Ja, mit A. Doch, war das nicht ALG, Aesthetic Lifestyle Generation, oder war das Alon Gabay? Das glaube ich, das klingt nach Alon Gabay. Er hat irgendeinen polnischen Ausdruck, das aber so. Ah, stimmt. Wie heißt er? Es klingt so wie Hamas. Hamas, glaube ich, ist es Hamas. Und das Hamas, klingt, ja, Hamas, genau. Und das klingt so ein bisschen wie die Palästinenserorganisation da, die Hamas, oder? So konnte ich, so hat mich mir das gespeichert. Und ich weiß nur, dass die mal irgendwie, ich glaube, dass dann Hamas in den gleichen Hallen irgendwo, wahrscheinlich Türkei, produziert wurde wie Smilodogs. Das war mal, die hat mal irgend sowas das zusammengelegt. Und ich glaube auch, dass der dann irgendwie Smilodogs oder so, aber das ist auch schon länger her. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist. Kleiner Klugscheißer, Hamas heißt auf Spanisch du liebst. Ich weiß nicht, ob das daher kommt. Ich habe es vergessen. Also ich weiß, dass die Marke so hieß jetzt, wo du es gesagt hast. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine spanische Übersetzung sein sollte. Aber was ich eigentlich auch sagen wollte, Fitness Oscar ist jetzt bei einer anderen revolutionären Supplement-Brand, nämlich bei Protzis. Das ist so das Auf am Becken. Hm? Irgendwie alle Influencer machen so, außer Sascha Huber, der war von Anfang an dort. Aber viele machen so irgendwie, und dann schlussendlich, wenn dann nichts mehr übrig bleibt, hat man bei Protzis. Ja, irgendwie da kannst du dann nachher Heißluftfritteusen und Handventilatoren verkaufen oder Batterieladegeräte oder irgendwie sowas. Die haben alles verkaufen. Die haben alles. Sind die groß eigentlich? Das sind international wahrscheinlich, ja? Ja, ich habe gar keine Ahnung. Ich drop das jetzt hier. Ich habe von denen auch eine Kooperationsanfrage bekommen und die ist immer noch bei mir in den Anfragen drin. Irgendwie so eine Verantwortliche hat mir da, glaube ich, mittlerweile 3 Nachrichten geschrieben. Die wollen dich. Die wollen mich. Und das ging so richtig, richtig billig los. So, hey Danny, du als Voice of Garnicus, spreche irgendwas dagegen, dass du für uns Werbung machst. Dann wollte ich schon zurückschreiben, seid ihr eigentlich komplett dämlich? Ja, das ist John. Die haben einfach nicht die KYC gemacht, oder Know Your Customer oder Know Your Client. Weil wenn die 30 Sekunden investiert hätten, wissen sie, dass das ein No-Go ist. Ja, sowas passiert auch nirgends. Also, dass irgendein Influencer allein schon, und ich bin ja nicht nur Influencer, ich bin ja mehr als ein Influencer von unserer Marke, dass irgendein Influencer nochmal für eine andere Brand Werbung macht, das wäre jetzt wie, wenn, weiß ich nicht, Fitness Oscar auch noch weiterhin für MyProtein Werbung macht. Ja. Da wären die ganz bestimmt auch nicht cool damit. Also mal abgesehen davon, dass ich es nicht machen würde, weil wie du sagst, es ist so das Auffangbecken. Wenn ich Handventilatoren verkaufen will, dann kaufe ich sie bei Alibaba. Aber
Du musst es auf ein höheres Level. Das ist wie wenn Bill Gates für Apple Werbung machen würde. Ja, jetzt hast du mich wieder größer gemacht, als ich eigentlich bin. Ich habe ja keine Reichweite und so weiter, aber selbst ich bekomme irgendwelche absoluten Schrottanfragen. Also wirklich, weißt du, Firmen, die es gar noch nicht gibt und so weiter. Und also das ist zum Teil, denke ich, wahrscheinlich fühlen sich gewisse Leute geschmeichelt, wenn sie dann so eine Anfrage bekommen. Aber das ist eine Frechheit, was da so zweimal im Jahr bei mir reinflattert. Das ist wirklich eine Frechheit. Das ist sowieso immer das Lustigste, wenn irgendwelche Leute noch nichts auf die Straße gebracht haben und schon irgendwie dich anfragen für Kooperationen. Oder auch so ein typisches Beispiel ist, hey, ich will jetzt bald mit einem Podcast starten. Kannst du mir mal ein bisschen so Einstiegshilfe geben, wie das so richtig funktioniert? Da will ich am liebsten auch immer schreiben, mach erstmal deinen Podcast. Mach erstmal 4 Folgen in einem Monat, dann machst du die nächsten 4 im nächsten Monat und dann nochmal 4 im nächsten Monat. Dafür brauchst du nicht viel. Webcam 100 Euro, Mikrofon 100 Euro. Und da bist du schon gut ausgestattet eigentlich. Also da kannst du schon echt gute Podcasts aufnehmen mit 200, 300 Euro. Also da bist du unter den Besseren unterwegs. Aber den meisten will ich am liebsten sagen, du wirst es eh nicht machen. Also wenn du es nicht anfängst und dich da ein bisschen versuchst, selbst reinzuarbeiten, du wirst keinen erfolgreichen Podcast machen. Weil das ist schon auch Arbeit, sich da jahrelang jede Woche hinzusetzen und sich mit den verschiedenen Gesprächspartnern zu beschäftigen. Oder auch einen alleinigen Podcast machen, nur selbst reden. Das ist eine Kunst, muss ich sagen. Würde ich nicht machen. Nächste Frage. Wie sieht deine Ernährung an einem typischen Tag aus? Das würde mich auch interessieren, weil ich das so im Detail auch noch gar nicht so wirklich gehört habe, glaube ich. Was braucht es für den Prachtkörper? Ja, das ist relativ unspektakulär. Ich nehme jetzt natürlich einen Mustertag. Also ich mach mal so, wie es gestern ausgesehen hat zum Beispiel und so, wie ich es eigentlich möchte, dass es aussieht. Also gestern bin ich aufgestanden und dann habe ich, weil ich relativ spät aufgestanden bin, so ich habe um 9 Uhr angefangen zu arbeiten, habe ich nur einen Shake getrunken. Und dann habe ich von Garnicus Podcast gelernt, vom Dr. Post, heißt er. Wie ist der Vorname schon wieder? Felix. Felix, genau, von Felix Post. 20 Gramm Haferflocken für die Herzgesundheit. Hat er gesagt, so 20 Gramm Haferflocken am Tag und da kannst du wahrscheinlich Cholesterinwerte im Griff haben. Also hat ich noch 20 Gramm Haferflocken im Shake, 50 Gramm Proteinpulver, das sich zusammensetzt, also etwa die Hälfte Whey und die Hälfte veganem Proteinpulver, weil ich noch so Reste habe, die ich aufbrauchen möchte. Ich bin da so, im Supplementschrank stehen ein paar Whey- und Proteinbeutel rum, die überhaupt nicht schmecken. Die möchte ich aber zuerst aufbrauchen, bevor ich die feinen Garnicus-Ways wieder mir gönne. Aber ich kann das nicht wegschmeißen. Das kriege ich nicht übers Herz. Das ist ein Lebensmittel, kann ich nicht wegschmeißen. Also mische ich es ein bisschen mit Whey, dann ist es nicht ganz so schlimm, die veganen Proteinpulver. Und habe das mit 4-5 Deziliter Milch zusammengetrunken. So, das war mein Frühstück, das Ganze. Dann Mittagessen hatte ich ein Business Lunch, da war ich in einem guten Restaurant. Da habe ich ein Rindsfilet gehabt mit Parmesan drüber und ja, nur mit Parmesan drüber und ein bisschen, was war das? Datteltomaten rundherum. Also nicht der Rede wert, das war mehr Schmuck. Und dann Abendessen war ein Reis, den ich selber gemacht habe. Muss man sich so vorstellen, ganz normaler Reis in den Reiskocher, ein bisschen Gemüse noch dazu, also ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Chili und ganz ein kleines Stück Butter habe ich noch dazu getan, das gibt so einen speziellen Taste. Mit
etwas, dann nachher mit etwas Thunfisch, also etwa 100 Gramm Reis waren das wahrscheinlich und etwa, was sind das, 150 Gramm Thunfisch, so eine Dose. Du weißt aber, dass du dich da sehr stark mit Quecksilber vergiften kannst. Genau, ich so viel Thunfisch die Woche und so viel Lachs bloß noch pro Woche. Okay, sonst stirbst du. Genau, eben, ich esse grundsätzlich fast kein Fleisch oder ich kaufe fast kein Fleisch und Fisch, aber so eben so mal, so zweimal im Monat so eine Dose Thunfisch oder so. So, und dann Training und nach dem Training nochmals so ein 50 Gramm Eiweißshake. Das ist alles. Das sind keine 3000 Kalorien. Am Tag hindurch kommt noch so ein bisschen Kaffee dazu, so etwa 4 Espresso. Natürlich Wasser oder Apfelschorle, wenn ich was mit Geschmack trinken möchte. Das ist so das. So, das war so gestern. Aber so, wenn ich mich an meine eigenen Vorgaben halte, dann esse ich, sieht das Frühstück ein bisschen anders aus. Da sind so 200 bis 250 Gramm Naturjoghurt mit etwa 50 Gramm Proteinpulver, mit etwa 20 Gramm Nüssen, mit etwa 20 Gramm Haferflocken plus noch ein Apfel. Davor habe ich jetzt angefangen, um den Glukosespiegel da ausgeglichen oder den Insulinspiegel ausgeglichen zu halten, esse ich tatsächlich einen Salat zuvor, auch schon zum Frühstück. Ich mag das, das schmeckt mir. Geht da hier um eben zuerst in den Magen so etwas. Man muss sich offenbar den Magen so vorstellen wie ein Trichter und wenn man zuerst Salat isst, dann wird das ein bisschen ausgebettet und die anderen Nahrungsmittel, die man nachher isst, werden viel langsamer verdaut und sorgt dafür nicht so hohe Insulinpeaks und so weiter. Glucose Godness heißt der Instagram-Channel, wo man das kann sehen. Die macht auch Bücher, die ist gut. Habe das auch mit so einem Chip, der den Blutzuckerspiegel misst, habe ich das so 2 Wochen lang so ein bisschen beobachtet und ausprobiert. Funktioniert das auch tatsächlich. Und um den Essig, der hat ja auch offenbar so auf das Insulin so ausgleichende Wirkung. Oder an den Salat knall ich Essig und vielleicht 10 Gramm Olivenöl. Ich bin da nicht so heikel und habe da nicht so Angst, dass ich unmittelbar verfette, wenn ich da ein bisschen Öl an was tue. So, das ist Frühstück. Zwischenmahlzeit wäre eigentlich ein Shake, aber ich bin meistens dann bis Mittag so voll, das sind so etwa 600-700 Kalorien, mein Frühstück, dass ich gar keinen Hunger habe. Mittagessen ist normal Salat voraus, etwa 200 Gramm Gemüse, möglichst frisch, wenn ich keine Lust habe, frisches Gemüse zu schneiden und zuzubereiten, dann irgendwie ein tiefgefrorenes Gemüse. Irgendeine Carbquelle in Form von, ich probiere eigentlich auf Reis zu verzichten, Gerste, Buchweizen, Quinoa probiere ich auch zu verzichten, weil das kommt halt eben auch mit viel Erdöl hier nach Europa. Aber so eine Carbquelle, so irgendein Getreide, nicht weil es eine Carbquelle ist, sondern weil ich das lecker finde und ein Gericht abrundet. Dann dazu irgendwie vielleicht Feta-Käse oder das dann hineingemischt in das Getreide. Wenn das warm ist, dann ist das noch lecker. Oder Mozzarella oder irgend sowas. Mir ist der Eiweißgehalt nicht so sehr wichtig. Mir ist bewusst, dass es dann nicht so viel Eiweiß ist. Das probiere ich dann aber mit Shakes zu kompensieren, so dass ich auf einen vernünftigen Eiweißgehalt komme. Eben so etwa 200 Gramm Gemüse, vielleicht so 80 Gramm Gerste, sage ich, und 100 Gramm Feta, das ist so, oder irgendeine andere, möglichst weiße, zum Beispiel Käsequelle, oder eben mal ein Thunfisch ab und zu, oder eine geräucherte Forelle, habe ich gerade heute gekauft, hatte ich sicher schon 3 Monate nicht mehr gegessen. So, das ist etwa Mittag und Abendessen sieht etwa gleich aus, anstelle von Feta oder Mozzarella irgend sowas, dann vielleicht 4 Eier als Spiegelei gebraten. Und dann vor dem Zubettgehen nochmals so ein Proteinshake. Simpel eigentlich. Total simpel, Fokus darauf gelegt, viele Ballaststoffe, Fokus drauf, frisch, alles frisch zubereitet. Ich mag nicht vorkochen. Ich finde das
ganz was Komisches. Auch Essen, dass man eigentlich warm isst, dann kalt essen, das werde ich niemals verstehen. Ich habe nur schon aus dem Tupperware was essen. Ich meine, ich habe auch Situationen, häufig, man hat Essen übrig, packt es in den Kühlschrank. Natürlich knalle ich das in ein Tupperware, aber wenn ich das esse, nehme ich es auf den Teller raus, mache es nochmal warm oder nehme es auf den Teller. Ich verstehe das nicht, wie man aus diesem Tupperware essen kann. Geht für mich gar nicht. Ja, mag ich auch nicht. Ich mag auch nichts kalt essen, was eigentlich warm sein sollte. Und Ananas auf Pizza ist auch so eine Sache, da kriegst du mich nicht damit. Wenn du das einem, ich behaupte jetzt mal, ist eine Behauptung von mir. Thailänder, die haben sehr einen exquisiten Gaumen, was die Zusammensetzung von Geschmäckern betrifft. Oder die probieren ja auch alle, was haben wir, süß, salzig, sauer, scharf. Das sind so die Geschmäcker. Bitter, genau. So, und alles zusammen ist Umami. Hä? Aber die Thailänder probieren ja immer mit diesen Geschmäckern oder den verschiedenen Dingen zu spielen. Und wenn du einem Thailänder sagst, Ananas auf die Pizza, dann er bringt dich nicht um, aber er versteht die Welt nicht mehr. Der Italiener bringt dich um, zu Recht. Der Italiener bringt dich um, ja. Zu Recht auch. Nee, bei mir ist recht basic auch. Also neulich wollte ich eine Frage beantworten von meiner Story-Fragerunde. Da gibt es ja diese anonymen Fragerunden. Und das wird ja gespeichert, das kannst du ja Ewigkeiten beantworten. Ich bin da auch echt leider nicht fleißig genug, um das alles mal abzuarbeiten. Da ist so viel drin noch. Aber ich wollte eigentlich beantworten, ob ich eine Morgenroutine habe. Hab dann angefangen zu schreiben und dann hat das Telefon geklingelt und irgendwie war die Story dann weg, fällt mir gerade ein. Aber das ist mir jetzt so eingefallen, auch im Zuge Essen, weil ich morgens ja nicht frühstücke. Aber meine Morgenroutine ist so, erstmal diesen ganzen Quatsch überspringen, den der Rest so macht, um erfolgreich zu sein, nicht meditieren. Auch das mit dem Dankbarsein, dass man heute wieder aufgewacht ist, skippe ich auch immer. Bin trotzdem froh, dass ich noch da bin. Dann trinke ich 2 Kaffee mit meiner Freundin und gehe ins Training. So, und dann geht ab, geht shit dann. So, nicht dieses ganze, ich bin erfolgreich und mach meine ganzen Morgenroutinen und eiskalt baden, ich stehe trotzdem auf. Vielleicht einmal nicht snoosen, aufstehen und deinen Scheiß fertig machen. Und nicht so viel drüber nachdenken. Das finde ich immer so merkwürdig, aber ich esse morgens gar nichts. EAAs im Training, nach dem Training, Post-Workout-Shake, 50 Gramm Eiweiß, so 50 Gramm Kokos-Whey meistens. Das trinke ich fast jeden Tag. Und dann mittags nur das, was am nächsten Tag noch da ist vom vorigen Tag oder so ein Quark und dann esse ich bis abends echt gar nichts und dann ist halt so die größte Mahlzeit. Viel Fleisch, Carbquelle in Form von Reiskartoffeln oder Süßkartoffeln, bisschen Salat, aber halt viel Fleisch. Also Rinderfilet, Flanksteak, Hüfte, sowas und dann habe ich eigentlich so meinen Tag fertig. Ich bin ja gerade im Shred. Das klingt nach 2.500 Kalorien, hätte ich gesagt. 2.500 bis 3.000. Ja, bei mir ist ja so, ich weiß das auch, ich könnte das, was ich erreichen möchte, wahrscheinlich besser erreichen mit ein bisschen mehr Muskulaturerhalt. Aber wenn ich irgendwas mache, ich will einfach schnell Ergebnisse. Ja. Ich mache dann halt 5 Wochen Express. Dann gehe ich irgendwie ins Ausland ans Buffet und lasse mir 2 Wochen gut gehen. Und danach ist es nicht ganz so schlimm. Hast du es relativ gut durch diesen vorigen Verzicht aufgefangen und dann geht es halt so weiter. Ja, sonst würde ich mittags wahrscheinlich auch so ein Porridge essen oder so. Ja. Das spare ich mir jetzt gerade. Ich versuche dann nicht mehr Carbs zu essen, als ich benötige, weil der Carb-Verbrauch, der wird stark überschätzt im Kraftsport. Deswegen ist das bei mir halt irgendwie so 200, 250 Gramm am Tag. Ich kann auch 500 essen, habe ich jetzt kein Problem damit. Auch mache ich auch im Herbst oder Winter. Aber so im Sommer, wenn ich dann ein bisschen besser aussehen will, dann lasse ich echt die Carbs größtenteils weg, weil ich halt echt finde, du brauchst es auch nicht, um Leistung zu erzeugen. 90 Minuten im Training. Nein, ich esse wahrscheinlich im Schnitt keine 3.000 Kalorien am Tag. Natürlich habe ich auch mal Süßigkeiten und so, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber das war ja so, wie ich es gerne möchte und größtenteils einhalte. Natürlich sieht das auch mal anders aus. Und am Wochenende, wenn man irgendwo ist, dann sieht das auch anders aus.
Aber ich finde es auch immer so ein bisschen merkwürdig, was die Leute da für absurde Kalorienzahlen erwähnen. Natürlich, ich sitze den ganzen Tag rum und habe wenig Bewegung. Deshalb brauche ich auch nicht. Und eben, wie du sagst, das Training, das braucht jetzt... Also ich behaupte, wenn eine Stunde Krafttraining oder so, wie wir das machen, wenn das 300 Kalorien gebraucht hat, dann waren das viel. Ich glaube, das ist in einem tieferen Bereich. Aber etwas finde ich noch interessant, und das ist ja jetzt ja nicht mit Fabi und nicht mit Martina und nicht mit Felix, sondern ich kann ja da so ein bisschen unwissenschaftlich reden. Und so auf der Gefühlsebene, ich habe den Eindruck, ich habe auch lange Zeit das Frühstück weggelassen, weil ich gar keinen Hunger habe und auch bis 12 Uhr keinen Hunger habe. Ich habe kein Hungergefühl. Ja. Was ich aber merke, ist, wenn ich etwas zum Frühstück esse und egal, nein, vielleicht Shake nicht, aber wenn es so dann ein Joghurt ist oder ein Quark oder irgend sowas, dass sofort meine Verdauung anfängt zu funktionieren oder mein Organismus, ich habe das Gefühl, ich werde nie eingeschaltet, oder? Ich kann dann auch ziemlich schnell aufs WC und habe auch nie kalt. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann läuft mein Organismus noch nicht so toll, wie das ist, wenn ich was esse. Aber eben, das sind so meine Empfindungen und das hat nichts da mit einer Aussage von Martina oder irgend sowas zu tun. Ja, ist ja auch eine Gewohnheitssache. Also morgens ins Training zu gehen, ohne was zu essen, könnten sich die meisten gar nicht vorstellen. Martina hat mir aber jetzt auch mal empfohlen, wenn du jetzt nicht unbedingt gerade ein paar Kilo runter machst, ein paar Kilo Fett verlieren willst, morgens trotzdem was zu essen. Also wenn du um 6 Uhr aufstehst, um 7 Uhr ins Training gehst, einfach dann relativ früh nach dem Ausstehen einfach so eine kleine Porridge-Portion, weil es einfach trotzdem für die Leistung wohl besser ist. Ich habe dann halt meistens auch noch ein paar Carbs im Training, die merke ich schon, weil wenn ich dann so in der Fettverlustphase bin, dann trainiere ich auch immer länger. Normalerweise trainiere ich so 90 Minuten mit Warm-up. Das wird dann immer länger, je weiter der Diätprozess fortschreitet und dann mache ich auch immer mehr Schritte und sowas. Das ist halt dann so meine Art und Weise, das schnell zu schaffen, irgendwie ein paar Kilo loszuwerden. Ich bin ja nie richtig fett. Also ich habe jetzt 5 Wochen irgendwie so ein bisschen angezogen und dann läuft das auch so. Aber ich mag es halt lieber schnell als vernünftig. Man sagt ja immer, do what I say, not what I do. Wenn man es richtig machen will, dann machst du es über 12 Wochen und immer mit einem ganz leichten Kaloriendefizit. Das mache ich halt nicht. Dafür sitze ich halt auch sonntags dann bei meiner Oma und esse 4 Stück Kuchen. Das passiert halt dann auch mal, weil ich einfach sage, das möchte ich, will da auch nicht Nein sagen und trotzdem funktioniert es irgendwie. Aber ich würde da auch nicht so eine große Wissenschaft draus machen, ehrlich gesagt. Vor allem nicht als Hobbyathlet. Das muss ich mir merken, das muss ich dir bei Gelegenheit wieder sagen. Ich glaube, das wären interessante Themen. Einerseits Frühstück, ob nutzen oder eben nicht nutzen oder für da die schlauen Leute bei Garnicus. Und was ich auch gerne mal von einer zuverlässigen Quelle da irgendwie ein bisschen darüber reflektiert hätte, wäre die Carbs während des Trainings. Ich habe da so meine Zweifel, ob das was bringt und vor allem nicht diese Mengen, die da die Leute nehmen. Das wäre mal interessant, von all diesem guten Stuff bei Garnicus zu hören, was Sie da darüber fundiert sagen können. Also ich habe 15 bis 20 Gramm drin. Ja, das ist wenig, aber man hört ja immer heute ja von Leuten so, yeah, von weiß ich was. 80. Ich war schon bei einem Ernährungswissenschaftler, nennt er sich selbst. Er hat das auch studiert. Und dort haben wir mit Atemgasanalyse das Ganze, also fundiert untersucht bei mir. Und da kam raus, dass ich bei maximal, aufgrund des Atemgas kann man ja sagen, wie die Energiegewinnung im Körper stattfindet. Oder wenn es da Fettoxidation ist, hast du diesen Anteil dann im Sauerstoff, dass du, oder im Atemgas, dass du auch ausatmest und so weiter. Das kann man also über das Atemgas feststellen. Und da kam bei mir heraus, ich kann bei maximaler Anstrengung, also das ist maximaler aerober Anstrengung, also mit Sauerstoff noch und nicht in den Sauerstoffschuld zu gehen, kann ich 85 Gramm, hochgerechnet auf eine Stunde, kann ich 85 Gramm Kohlenhydrate verbrennen in einer Stunde.
Das wäre aber, wenn ich auf dem Ergometer mit oder auf dem Rudergerät oder was auch immer mit maximaler Leistung eine Stunde mich bewege und Krafttraining, das ist nicht so. Und da hast du 30 Sekunden und dann stehst du als Powerlifter 5 Minuten rum, als Bodybuilder Minute 30 oder so und dann machst du wieder 30 Sekunden. Und wenn man jetzt da sagt, ja klar, das Maximum sind 85 Gramm Kalorien, 85 Gramm Kohlenhydrate, die Energiemenge von 85 Gramm Kohlenhydrate, dass du das zu dir nehmen, das ist absurd. Ein Velofahrer, macht ja auch gar keinen Sinn, also es macht ja auch keinen Sinn, du musst ja nicht alles, was du da verbrennst, direkt wieder zuführen, du hast ja auch noch was in den Speichern. Also das genau. ist der Normalzustand. Wenn du die Alpe d'Huez hochfährst, eine halbe Stunde an der Tour de France, dort trinkt auch niemand davon und die verbrennen dann wahrscheinlich 40, 50 Gramm Kohlenhydrate, aber die müssen das vorher im System haben. Wenn du dir andauernd den Kopf zerbrichst, ob du dich richtig ernährst, ob dein Training gut ist, wie es vorangeht, dann kann ich dir eine gute Lösung anbieten. Im Gannikus Coaching kümmern wir uns darum. Wir erstellen einen auf dich angepassten und optimierten Trainings- und Ernährungsplan und begleiten dich im Coaching jeden Tag. Wir sind immer für dich erreichbar, du kannst alle Fragen stellen, die du hast und wir passen das Coaching auf deine Bedürfnisse und deinen Alltag an. Wenn sich das gut anhört, dann klick gerne auf den Link in der Beschreibung, buche ein unverbindliches Erstgespräch mit mir, wir tauschen uns zusammen über deine Situation und deine Ziele aus und schauen, wie wir dir bestmöglich weiterhelfen können. Ich freue mich, von dir zu hören. Was ich auf jeden Fall gesehen oder gemerkt habe, ist, wenn du früher anfängst zu essen, ich habe ja auch oft lang gefastet, vor allem in Diätphasen, dass man abends halt sich so befriedigend satt essen kann, das ist tatsächlich trotzdem ein Trugschluss unterm Strich, würde ich sagen, weil du ja dann abends immer noch größere Mengen isst, immer noch mehr volumenlastiges Zeug, dein Magen dehnt sich aus. Also ich habe gemerkt, wenn ich einfach nach dem Post-Workout-Shake morgens, mittags noch irgendwie eine Zwischenmahlzeit einschiebe, dann fängt das mein Hungergefühl viel mehr auf, als abends alles reinzustopfen. Und das vielleicht so als Tipp an die Leute, die gerne fasten, mache ich auch gerne. Einfach nicht nur aus Gesundheitsgründen oder weil man damit schneller abnimmt oder so, sondern einfach, um sich auch mal drauf zu besinnen, dass nicht alle Menschen in der Evolution immer Essen zur Verfügung hatten und nicht funktioniert haben. Die hatten sich das auch nicht leisten können, nicht zu funktionieren. Weil wenn es halt keinen, Bergtiger gab, den man erlegen konnte, dann konntest du ja nicht am nächsten Tag sagen, oh scheiße, ich habe nicht gegessen, ich kann jetzt heute nicht mehr raus und nochmal jagen gehen. Ich hatte heute eine interessante Konversation mit dem Muskelforscher Michel da. Unser Michel hat mir den Podcast angeschaut zwischen Garnicus und Fabi, zwischen Michel und Fabi, den Garnicus Progress Podcast. Und da ging es ja um die Aktivierung von Muskeln und so weiter und mit diesen Calcium-Ionen. Und da habe ich ihn nachgefragt, hey, wie ist das, die Menge an Calcium, ich weiß, dass ein Calcium-Ion wahrscheinlich Masse 10 hoch minus weiß ich was hat, also nichts ist. Nichtsdestotrotz wollte ich ihn kurz fragen, weil er hat mir mal empfohlen, Magnesium und Calcium zu supplementieren, ob das der Grund sei für das Calcium, oder? Da musste er natürlich lachen und sagte nein. Und meinte, und das, der Satz, eben das ist auf das bezogen, was du ihm vorhin gesagt hast, müsste man das supplementieren, dann wäre die Menschheit schon ausgestorben. Die Menschheit kommt mit dem Kalzium, das man über die Nahrung zu sich nimmt, bestens aus, sonst wären wir schon lange ausgestorben. Mhm. Nächste Frage. Was sagst du zum Wechsel von Emir Omeragic zu ESN. Auch das wird sich morgen wahrscheinlich nicht wieder in Luft auflösen, weil da mit Sicherheit ein Vertrag mit gewisser Laufzeit unterschrieben wurde. Deshalb ist das zwar ein aktuelles Thema, aber nicht so, dass es an Aktualität verliert oder irgendwie neue Entwicklungen stattfinden könnten bis in 10 Tagen. Ich war erstens mal überrascht, weil ich den Emir ist ja, für ihn sind ja Social, das bekommt man den Eindruck, dass Social Media für ihn eine Pflicht ist und keine macht ihm keinen Spaß, habe ich den Eindruck. Und dass er so viel macht, wie er muss und kein bisschen mehr und wahrscheinlich sich aushandelt, dass er nicht viel machen muss. Und ich hatte so den Eindruck, bei Chien war er, oder? Mhm. Dort haben sie das erkannt und haben ihn in Ruhe gelassen und haben ihn das machen lassen, was er wollte und wahrscheinlich wenig
gedrängt, also das ist meine Einschätzung, wenig gedrängt zum was machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei ESN auch so sein wird. Ich könnte man da schwirren ja Marketing Handbücher rum für die Influencer, wie sie sich verhalten müssen und wann und welche Stories und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier nicht mehr das gleiche entspannte, ruhengelassene Leben bezogen auf seine Social-Media-Aktivitäten hat, wie er das bei GN hatte. Deshalb war ich so ein bisschen erstaunt. Emir ist auch einer, der schon beim einen oder anderen Sponsor war. Der wurde ziemlich rumgereicht, finde ich. Mir fällt Peak, fällt mir gerade noch ein. Peak war mal kurz. Ich kann mich an ein Video mit dem sagenumwobenen Thomas Scheu erinnern, als er ihn vorgestellt hat. 20-jähriger jüngster IFBB-Pro der Welt. Und dann habe ich das Gefühl, dann war er sonst noch wo, bevor er bei GN war. Könnte mich auch täuschen. MP war er doch eine Zeit lang, oder? Das waren ja irgendwie alle mal kurz, oder? Hat nicht Alex da ihm ja auch zu MP geholt? Ich glaube schon, oder? Möglich. Möglich. Ja, für mich persönlich, ich finde jetzt auch, dass Emir nicht ins ESN-Influencer-Universum hineinpasst. Emir ist, finde ich, seine spezielle eigene Persönlichkeit, der sich eben nicht so verbiegen lässt, was ich sehr sympathisch finde. Aber ESN hat ja, das sind ja alle, irgendwie gefühlt sind alle bei ESN, die leisten sich ja ein Influencer-Pool. Deshalb sind die Produkte so teuer, weil sie die ganzen Influencer bezahlen müssen. Ich finde, es passt nicht, aber das ist wirklich meine ganz, ganz eigene, subjektive, persönliche Meinung. Also wenn du den Querschnitt nimmst vom typischen ESN-Influencer im Jahr 2024, dann passt das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube schon, dass gerade so ein Emir, auch ein Tim Budesheim, David Hoffmann, das sind so diese seriösen Anstriche in der professionellen Sportlerwelt, die man sich halt holt, dass es nicht alles bloß TikTok-Villa ist am Ende. Aber das, was du gesagt hast, ich weiß nicht, verfolgst du Emir? Sporadisch. Das ist so. Also das muss man jetzt ganz, ganz tief runtertempieren. Das ist so eine Hassliebe irgendwie. Ich finde ihn eben als Persönlichkeit, ich finde, das ist, für mich ist er eine Persönlichkeit. Er hat seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Kopf. Was er so sagt und wie er so trainiert, das finde ich gar nicht gut, oder? Und das finde ich nicht nachvollziehbar oder das könnte ich widerlegen mit Argumenten. Und deshalb habe ich so zwei Seiten. Ich finde, ich hatte auch das Gefühl, dass er der nächste große deutsche Openstar wird und finde, es geht so jetzt ein bisschen sehr lange. Ich habe das Gefühl, also ich dachte, die Explosion, da wird es bei ihm so eine Explosion geben und er wird sich viel schneller, noch krasser entwickeln. Und damit möchte ich ihn überhaupt nicht runterwerten. Ich dachte einfach, das ging noch ein bisschen schneller. Als es ging und mir geht das jetzt ein bisschen zu lange. Und für mich hat er dieser erste Knall ist so ein bisschen verpufft, oder? Als er kam und damals jüngster Profi oder nicht, dachte ich, das geht so steil weiter nach oben. Habe auch da gedacht, dass er das Potenzial hat. Und irgendwie finde ich, das ist eben nicht passiert. Es ist auch gar nicht schlecht, glaube ich, dass es nicht passiert ist, weil es ja heutzutage oft sehr schnell geht und dann verheizt du halt auch deinen Körper ein bisschen. Ich glaube, er macht seinen Fortschritt, er macht ihn auch stetig. Ich sehe ihn sehr weit vorne bei den deutschen Bodybuildern, 100%. Das zeigen ja auch die Platzierungen. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Nächstes Jahr wird er eine Show gewinnen, vielleicht sogar dieses Jahr noch, wenn er nochmal startet. Ich glaube, da muss wohl irgendwas vorgefallen sein bei GN, dass das nicht mehr aktuell ist jetzt und dass der Vertrag einfach ausgelaufen worden lassen ist und er dann zu ESN ist. Ich habe das erwartet, dass er dorthin geht. Das, was du gesagt hast, ist mein Eindruck, was du jetzt vermutest, weil du ihn wahrscheinlich jetzt die letzten Tage seit der Bekanntgabe gar nicht so verfolgt hast, aber genau. Es ist sehr viel mehr Werbung geworden auf dem Instagram-Kanal auf jeden Fall. Okay. Das ist das, was mein subjektiver Eindruck ist.
Ebenso ohne es zu recherchieren und einfach so, wenn man mich fragt oder wenn ich jetzt das gehört habe, dann ist natürlich mein erster Gedanke, ja, Essen hat halt wahrscheinlich das Doppelte geboten. Oder das ist so mein erster Gedanke. Aber wie gesagt, ich bin da gar nicht im Thema drin, weil ich ihn eben nicht nahe verfolge. Aber nochmals, ich möchte das wirklich herausgestrichen haben. Ich finde, die Persönlichkeit von Emir, finde ich, die passt mir, weil er eben eigen ist. Ich weiß nicht, ob die ganzen Athleten sich den größten Gefallen tun, wenn sie alle bei ESN sind. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich möchte, dass die alle bei Gannikus sind. Ich glaube, das können wir gar nicht zahlen teilweise, was da für Summen aufgerufen werden. Und wahrscheinlich würde ich auch jedem raten, wenn es wirklich so ums fixe Salär geht, geht zu ESN und nehmt die Kohle mit. So. Wir leben alle nur einmal, wir haben so eine beschränkte Zeit, in der wir Geld verdienen können. Macht das, aber du musst ja überlegen, viele Kunden, die kaufen aus Prinzip bei einer Marke und die suchen sich dann halt auch die Möglichkeit, wie spare ich jetzt bei dieser Marke, weil Rabattcodes, da kommst du heutzutage als Firma nicht mehr drum rum, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren und jetzt hast du aber bei ESN einfach irgendwie eine Auswahl aus 100 Athleten, deren Rabattcode du verwenden kannst. Wenn du jetzt als Fabi bei Gannikus bist, also wenn die jetzt nicht meinen Code benutzen für einen Podcast, dann benutzen sie in den meisten Fällen irgendwie Fabis Code, weil sie ihn unterstützen wollen und weil er so einer der wenigen ist, die einen Code haben bei uns. Das eröffnet dir ja auch ganz andere Provisionsmöglichkeiten als jetzt bei ESN beispielsweise. Also da konkurrierst du halt mit einem Tim, mit einem David Hoffmann, mit einem Leonidas, mit einem Schwarzwald-John, keine Ahnung. Also es gibt ja da lauter Leute, die auch in diesem Kosmos stattfinden. Und ich bin mir immer unsicher, ob die Leute wirklich proaktiv einen Menschen supporten wollen. Ich bin ja der Meinung, Menschen unterstützen ihren Geldbeutel. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Wir haben ja alle nur ein bestimmtes Budget jeden Monat zur Verfügung. Aber ich glaube halt ganz oft ist so, jetzt habe ich gerade ein Leonidas-Video gesehen. Jetzt kaufe ich bei ESN wieder ein, mache meine nächste Monatsbestellung und dann nehme ich halt Leonidas. Ich weiß nicht, ob jeder so gehäuft immer denselben Rabattcode verwendet und das ist so ein Ding, was ich schon sehe, wenn man dann guckt, wie viele Menschen dann auf einmal abwandern von einem auch guten Sponsor, aber ein bisschen nischigeren Sponsor zu so einem Großkonzern. GN hatte ja so vor ja das ESN, bevor es ESN gab. Ich hatte so manchmal oder vor ein paar Jahren den Eindruck, alles geht zu GN. Oder die haben ja das auch alles zusammen und jetzt, das hatte dann irgendwann aufgehört oder das kam dann das neue Magnet ESN. Ja, und zu dem, was du gesagt hast, wir wissen natürlich nicht, wie hoch das Fixum ist, das ein Emir bekommt. Oder wenn dann natürlich das Fixum, das er bekommt, attraktiv ist, wenn ich jetzt ein bekannter Sportler wäre und die Supplement-Hersteller würden sich um mich reißen, dann würde ich sowieso, denke ich, mir eigentlich nur ein Fixum aushandeln, so wie das die großen Sportler haben. Was halt ausreicht auch, um deinen Lebensunterhalt ganz gut zu bestreiten. Ich glaube, wenn man zu Roger Federer hinging und sagte, du hast einen 10% Rabattcode, dann hätte er gesagt, dort ist die Türe, oder? Geh wieder. Sondern zahl mir 20 Millionen im Jahr und dann ziehe ich deine Klamotten an. Und die großen Sportler, die machen ja auch nicht in diesem Stil, verkaufen die sich, wie das ein Influencer macht oder das Zeug in die Kamera halten, sondern die tragen dann diese Kleider oder dieses Tennis-Racket oder was auch immer. Und vielleicht ist ja bei ihm ja so, dass er ein großes Fixum hat und aber wenn du sagst, die Social-Media-Aktivitäten sind spürbar angestiegen, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass das zwangsläufig zusammenhängen muss. Ich glaube halt einfach, er hat trotzdem die Pflicht, das zu erfüllen, was da in diesem Vertrag drin steht. Der hat dann sein Fixum. Wenn jetzt beispielsweise das Fixum, was er jetzt bekommt, alles Mutmaßung natürlich, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Insider-Infos, wenn das Fixum, was er jetzt bei ESM bekommt, ungefähr dem entspricht oder mehr ist sogar als das, was er bisher an Fixum und Provision bekommen hat, dann ist es ja ein No-Brainer. Und das, was halt einfach so an
Code noch dazu kommt, das kommt halt noch dazu, aber es steht halt wahrscheinlich drin, du hast die Woche so und so viele Stories zu machen, so und so viele Posts im Monat etc. Das ist halt, natürlich, die Marke will auch was von dir. Die schenkt dir jetzt nicht Geld. Ich glaube, die Bodybuilder müssen da ein bisschen umdenken. Klar, die sind Sportler, aber die sind halt kein Roger Federer. Ein Roger Federer, der ist so top of the top of the top. Der hat andere Ansprüche und die hat er auch zu Recht, logischerweise. Und die müssen halt auch gucken, dass sie was von dem Athleten zurückbekommen. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Anfangseuphorie, die er jetzt hat. Ein neuer Sponsor, guten Vertrag. Ich mache jetzt mehr, als ich muss. Kann auch sein. Aber mein Eindruck ist definitiv, da ist mehr Werbung, als bisher war. Und was da mit GN war, ich kann es dir nicht sagen. Ich hätte erwartet, dass Emir dieses Jahr noch startet. Also schon gestartet ist in dem Moment jetzt, wie wir heute reden. Und mein Wettkampf, auf den ich ihn eigentlich gerne geschickt hätte, das wäre die, was war das jetzt, Toronto Pro? Okay. Oder Vancouver Pro? Dort, ich wo weiß Tim gestartet nicht. Ist. Dort, wo Tim gestartet ist und gegen John Jewett verloren hat. Ja. Ich glaube halt, wenn Emir dorthin geflogen wäre, dann hätte er das Ding gewonnen. Ja. Dann wäre er jetzt bei Mr. Olympia. Und ich weiß nicht, warum er es nicht gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es verletzungs- oder gesundheitstechnische Gründe war, aber so ein Trip muss ja auch bezahlt werden. Ja, 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 ja. Das ist so meine Mutmaßung in dem Moment jetzt. Okay. Weil da hätte er, glaube ich, gewinnen können. Und in Form ist er wahrscheinlich, oder? Daran liegt es nicht, kann ich mir vorstellen. Eben, das ist auch sowas bei Emir. Und deshalb, eben habe ich da eine gewisse Sympathie. Bei Emir ist nicht die Frage, kommt er konditioniert auf die Bühne? Das ist so Common Sense irgendwie, dass der das. Klar, als Bodybuilder geht ja genau, shit dann. Genau, das meine ich, ja. Und das finde ich eben auch so. Das ist, da gibt es nicht, ja, Freundin Schluss gemacht, 8 Wochen zuvor oder weiß ich was, sondern Bodybuilding. Und man hat das, also ich, das ist nicht mein Sport, aber die Einstellung, die Attitüde, die ist ganz klar bei ihm. Finde ich gut. Verlierst du bei deinem Reaction-Format nicht den Glauben an die Menschheit, will hier jemand wissen. Es gibt ja auch die Konsumenten, die solche Inhalte anschauen und glauben. Wahrscheinlich so ein bisschen mit Fingerzeig auf diese Coach Aaron-Folge. Nein, das tue ich nicht, weil ich ja diese Protagonisten, also nicht persönlich kannte, aber ich wusste, was da ja los ist. Im Gegenteil, das ist ja mein ganz persönliches Therapieformat eigentlich, oder? Das ist ja unter anderem für mich ein Weg, um diesen ganzen Wahnsinn irgendwie verarbeiten zu können. Und das ist ja auch, natürlich probiere ich, dass das lustig ist. Das steht ja an vorderster Stelle. Aber es ist ja eigentlich, und ich hoffe, dass das ein bisschen durchkommt, eine Möglichkeit, diesen ganzen Wahnsinn aufzuzeigen. Und das Problem sind ja nicht die Protagonisten, sondern das Problem sind die Zuschauer. Wenn ein Coach Aaron, den ich übrigens, und das hat mir fast ein bisschen leid getan, da beim letzten, weil der hat durchaus Ansätze, die ich vertreten kann. Ich meine, ich finde das gut, wenn jemand sagt, hey, da ein bisschen Piano mit den verarbeiteten Lebensmitteln und nimm lieber ein bisschen Honig. Das ist grundsätzlich etwas, was mir sehr nahe ist. Aber der ganze andere Quatsch, den eben dazukommt, das kann nicht so unkommentiert stehen gelassen werden. Und eben das Ganze ist so eine Möglichkeit, oder sollte eine Möglichkeit sein, um dem Zuschauer zu zeigen, hey, bist du ein bisschen kritischer? Und das, weil, wenn man das so dem Zuschauer sagt, der es sonst nicht versteht, und das meine ich gar nicht böse, wenn man das probiert, so über eine humoristische Überzeichnung, das wird ja, ich probiere alles zu überzeichnen, dass es so überzeichnet, dass dann ein Denkprozess stattfindet und man denkt, ja, das ist ja wirklich ein bisschen ein Schwachkopf und ist jetzt, soll man alles so hinnehmen, wie er das sagt, dann ist so das zweite Ziel auch erfüllt und ich bin therapiert und verliere den Glauben an die Menschheit nicht. Du musst als jemand, der im Prinzip auch gute Ansätze hat, ein bisschen aufpassen, dass du nicht wie so ein Elefant durchs Porzellanlädchen tingelst und dann mit deinem
großen Arsch wieder alles umschmeißt, was du jetzt vorher irgendwie so im Labyrinth und auf Zehenspitzen durchlaufen hast. Und das sehe ich so bei diesen Protagonisten ganz oft. Also ganz klar, es ist so kackegal, ob du das sagst oder Mussolini oder Putin, 1+1=2. Aber es spielt halt doch eine Rolle, wer dieses 1+1 sagt. Weil die Leute da draußen sagen halt dann unterm Strich, ja, nee, wenn Putin sagt 1+1=2, dann ist gelogen. So. Und da musst du halt echt aufpassen, weil die haben manchmal so Sachen, wo ich mir auch denke, ja, auch wenn das vielleicht so ein bisschen spirituell esoterisch klingt und ich bin gar nicht gegen Spiritualität oder Esoterik. Meine Mutter ist es sehr stark esoterisch und spirituell. Also ich habe da schon auch meine Facetten und Nuancen mitbekommen. Aber irgendwann wird es halt einfach so schwachsinnig und da musst du aufpassen, dass du das, was du eigentlich ja als guten Ansatz hast, was die Leute verstehen könnten und sollten, dass du das nicht kaputt machst mit so einer hanebüchenden Aussage, dass du, keine Ahnung, Bienenbrot isst und dadurch deinen Eiweißbedarf deckst und sowas. Wenn du dann auf so eine Packung drauf guckst, Bienenbrot, 100 Gramm, 11 Gramm Eiweiß oder irgendwie sowas und du isst am Tag irgendwie einen Löffel und sagst halt, das ist jetzt dein täglicher Eiweißbedarf, der dadurch gedeckt wird. Das würden wir in unserem Sport, wo wir auch sehr borniert und so ein bisschen festgefahren sind, nicht mal als primäre Eiweißquelle tracken, weil es viel zu wenig ist. Ja, ja, ich würde mich zum Beispiel, ich würde mich gerne mit Coach Aaron hinsetzen und mit dem darüber reden. Ich möchte jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, dass die Kamera läuft dann. Warum nicht? Lade ihn doch mal ein und mach mal einen Podcast mit ihm. Nein, ich würde mich gerne so privat unterhalten mit ihm und einfach, aber da hätte ich wirklich keine Abneigung, oder? Ich hätte auch zum Beispiel keine Abneigung mit Iron Mike sowas zu machen, oder? Ich finde, der hat durchaus. Ihr versteht euch doch eigentlich ganz gut. Ihr habt doch auch schon, ihr habt doch Kontakt hier auch. Das, wenn ich etwas von Iron Mike wissen möchte und ihn auf Instagram kontaktiere, dann gibt er mir Antwort. Und zwar ganz anständig. Wenn ich ihn anständig frage, dann kommt auch anständig Antwort. Also das ist überhaupt kein Thema. Ich weiß nicht, ob mir der Schmalbach Antwort geben würde. Das bezweifle ich mal, aber eben Mike und so. Und ich denke auch mit Coach Aaron. Und das, was du vorhin gesagt hast, das ist auch noch ein Punkt, über den ich zum Teil stolper. Das, was du beschrieben hast mit dem Elefant, der mit dem dicken Arsch alles kaputt macht. Wenn ich so ein Video aufnehme, dann, ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber ich muss das 3-4 Mal aufnehmen zum Teil, weil ich zum Teil dann zu verbissen bin und mich echauffiere darüber, was die Leute sagen. Und das möchte ich eben nicht, sondern ich möchte es humoristisch darstellen, vielleicht mal pointiert, auch echauffiert, aber ich muss da so wie eine gewisse Distanz haben, dass es mich nicht berührt, so dass ich nicht sage, was ist das für ein Idiot, so ein Quatsch von sich zu geben. Ich glaube nicht, dass das, wahrscheinlich würden das die Leute auch hören wollen, aber das ist nicht das, was ich vermitteln möchte. Ich möchte diese Leute nicht diffamieren, sondern ich möchte da auf eine satirische Art und Weise auf solche Dinge aufmerksam machen. Und ich denke, wenn man eben dann zum Teil wie die Axt im Walde darauf hämmert, würde das einen gegenteiligen, punktuell sicher einen gegenteiligen Effekt haben. Und vor allem bin ich dann nicht in der richtigen seelischen Stimmung, sowas zu machen, sondern ich muss da wirklich entspannt und distanziert sein, sonst geht das nicht. Können wir direkt anschließen an die Frage? Wie ernst auch immer das gemeint ist, hier fragt jemand, wie fühlt man sich als Internetmobber? Das sage ich häufig zu meiner Partnerin. Das ist eine Facette, die ich mir gerne anziehe. Ich finde, das amüsiert mich, weil wenn ich als das wahrgenommen werde, dann finde ich für mich persönlich, habe alles richtig gemacht. Oder wenn die Leute denken, ich bin ein Mobber, dann disqualifizieren sie sich in meinen Augen selbst damit, wenn sie das von mir denken. Das, was mir aber wirklich Spaß macht, ist, in diesem Format darf ich unflätig sein, ohne dass man mir eigentlich böse sein kann. Oder man kann mir eigentlich nicht böse sein, weil das ist witzig gemeint, das ist nicht diffamierend gemeint. Und ich glaube eben zum Beispiel, ich rede jetzt wieder von ihm,
ein Mike hat das verstanden, oder? Also es hat sich sowieso noch niemand von denen, die ich irgendwie thematisiert habe, hat sich bei mir gemeldet. Ich warte ja auf das, dass das mal passiert. Gucken wir mal, was kommt. Also zu dem Zeitpunkt werden wir es wissen, wenn die Folge rauskommt. Aber er hat wohl gesagt, er hat ein Video über Gannicus aufgenommen. Wer? Iron Mike. Okay, ja, super, ja. Aber das, ich meine, auf das warte ich eigentlich. Das muss sich auch ganz jeder ganz genau überlegen, wie das, was er dazu macht, oder? Und wenn dann was kommt, weil das bietet natürlich eine unglaubliche Basis, wieder dagegen zu schießen. Und wenn sich jemand darüber auf, ich sage jetzt als Beispiel, ich mag den eigentlich auch, den Schmalbach, ich finde den eigentlich auch cool. Aber wenn jetzt, und das macht er schlau, oder? Dass er nie einen Ton sagt. Ich probierte ja ihn zu provozieren, oder? Probiere es ja. Und jetzt, wenn er sich herablassen würde, und darauf reagiert und dann irgendwie in seiner Art Vollidiot, Hackfresse oder weiß ich was, dann könnte man das wieder verwenden und damit aufzeigen, dass er sich runtergelassen hat und so zu reagieren, dass er nicht darüber steht, oder? Und als Gannicus jetzt, wo wir so ein Format haben, wo wir, das steht oben, Dauersatire-Sendung. Und das ist Absicht und ernst gemeint. Und wenn sich dann jemand darüber aufregt und dann ein Video macht, dann ist er immer im Nachteil. Dann kann man immer sagen, du Depp, hast es nicht verstanden. Wie kleingeistig bist du dann und so weiter. Und deshalb müssen sich die Leute das gut überlegen, ob sie darauf reagieren und wie und ob das nicht wahrscheinlich zum ganz großen Boomerang wird. Wenn sie es gut machen, haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey, Punkt für dich. Reagiere nicht weiter drauf. Hast du gut gemacht? Credits, wunderbar. Ja, ich muss dich nicht in Schutz nehmen, aber der Formattitel Gannicus Mob, der kommt ja nicht mal von Chris. So. Den hat er abgesegnet, aber den haben wir uns erdacht in dem Wissen, was wir damit auslösen wollen. Also das soll kein Mobbing-Aufruf sein. Das soll wirklich so extrem überzogen klingen schon, dass selbst durch das Format schon klar ist, das ist Satire. Dann steht da oben links nochmal absichtlich Dauer-Satire-Sendung. Und das steht nicht nur da, wie bei anderen Dauerwerbesendungen, dass sie nicht mehr deklarieren müssen, wenn sie Werbung machen und irgendwie Ärger bekommen vom, weiß ich nicht, Bundesamt für Verbraucherschutz oder so. Das ist ja normalerweise der Hintergrund, warum die Leute das da hinschreiben. Das ist bei uns wirklich doppelt und dreifach abgesichert. Und die dritte Art und Weise der Absicherung ist so, wie du das Format machst, nämlich einfach satirisch, überzogen, pointiert, dass jeder weiß, das ist bloß Spaß. Mehr nicht. Man will niemanden diffamieren, niemanden fertig machen, aber man will so mit bisschen Ironie und Humor einfach zeigen, wie überzogen manche Sachen halt auch in Ernsthaftigkeit rausgegeben werden. Und eine Sache möchte ich aber auch ganz klar festhalten, wenn jemand sich hier wirklich gemobbt fühlt und auf uns zukommt und sagt, das verletzt mich, das tut mir weh und ich kann deswegen nicht mehr schlafen, ich habe irgendwelche Hassnachrichten bekommen, weil andere Leute den Sinn und Charakter des Formats auch nicht verstehen und dann irgendwie ins Internet gehen und denjenigen fertig machen, dann meldet euch bei uns und dann nehmen wir die Folge runter. Ganz einfach. Ich bin auch... Die Frage war ja eben so Glauben an Menschheit verliehen und so weiter. Wenn man sich die Kommentare unter dem Video liest, dann sind die machen mir so ein bisschen, also das klingt jetzt so, machen wir Mut im Sinne von, das zeigt, dass es ganz viele Leute auch gibt unter den Zuschauern, die das ähnlich kritisch anschauen. Natürlich gibt es die, die es cool finden, wenn jemand anders auf die Mütze bekommt verbal, aber es gibt ganz viele, die auch kommentieren, ja, das geht gar nicht, was er sagt und so weiter. Sehr differenziert und eben nicht nur krawallgeil sind. Nächste Frage. Verändert Kraftsport die Persönlichkeit? Ich mache nicht gerne Analogien, weil ich finde Analogien immer schlecht. Echt? Ja. Ich mag Analogien voll. Ich benutze immer gerne Sportanalogien. Ja, wenn sie dann da mit dem Tiger und mit dem Auto, wenn es um Ernährung geht, dann habe ich da Mühe. Nee, also ich probiere es mal so. Ich probiere es mit einer Analogie. Wenn Krafttraining und natürlich die Folgen davon, sprich vielleicht ein verändertes
Aussehen, das in der Gesellschaft als positiv oder attraktiv gewertet wird, oder ein gesteigertes Selbstbewusstsein, weil man eine größere Körperkraft hat. Wenn das die Folge ist, dann sehe ich das relativ kritisch. Ich sehe das so wie mit dem Geld. Wenn du denkst, du wirst glücklich durch Geld, oder wenn du kein Geld hast und dann Geld hast und dann glücklich wirst, dann ist das ein Trugschluss. Ein zufriedene oder zufrieden, glücklich mit zufrieden austauschen. Wenn du noch nicht zufrieden bist ohne Geld, dann wirst du es mit Geld auch nicht sein. Und ich sehe das ähnlich so mit dem Kraftsport. Wenn du den Kraftsport brauchst, um selbst, dein Selbstvertrauen aufzubauen, dann ist das ein wackeliges Fundament, was nicht nachhaltig ist und was wahrscheinlich dir auch nur ein Trugschluss ist, dass du jetzt selbstsicherer bist, sondern das ist eine Charakterfrage, die nichts, finde ich, mit dem Äußeren zu tun hat. Das ist aber ganz meine ganz persönliche Einstellung. Ich probiere nochmals eine Analogie, um das zu verdeutlichen, weil ich finde sie nicht so gut. Wir haben schon darüber geredet, ob Stoff, ob Trenbolon aggressiv macht oder nicht. Ich glaube, und so deine These ist so ein bisschen, wenn du ein Vollidiot bist und dann Tren nimmst, dann wird das verstärkt. Und wenn du ein entspannter Typ bist und Tren nimmst, dann wirst du auch nicht über jede Frau herfallen, die um die Ecke kommt. Und so sehe ich es eben auch, wenn du ohne Muskeln ein Spast bist, dann bist du es auch mit Muskeln. Und ich glaube nicht, dass Muskeln oder verbessertes Aussehen dazu führen, dass man darauf Selbstvertrauen aufbauen kann. Ich finde das zu oberflächlich. Kraftsport ist ja ein sehr, sehr guter Sport, um sich selbst so eine gewisse Disziplin anzueignen. Und was die meisten aber nicht schaffen, ist, diese Disziplin, die sie aufwenden in ihrer Ernährung, in ihrer Regeneration, in ihrem Training, diese Disziplin dann zu projizieren auf andere Lebensbereiche. Das finde ich immer sehr schade, weil offensichtlich können die Menschen die Disziplin aufbringen und sie wissen dann auch, wofür sie es machen und sind dafür auch bereit. Aber in anderen Bereichen kriegen sie es dann nicht so hin. Die, die das auch hinbekommen, die sind meistens sehr erfolgreich. Das sieht man auch. So. Kraftsport als Tool zu benutzen, um seine Selbstwahrnehmung zu optimieren oder sein Selbstbewusstsein zu verstärken, das finde ich gar nicht das Grundproblem. Wobei ich auch sagen muss, wenn du vorher ein Spaß bist, dir dann Muskeln antrainierst und von der Welt nicht mehr als Spast wahrgenommen wirst, dann musst du dir ja immer die Frage stellen, bin ich noch ein Spast oder bin ich kein Spast mehr, nur weil ich Muskeln habe? Offensichtlich bist du halt ein Spast mit Muskeln erstmal. Also auf dem Weg dieses Muskelzugewinns musst du ja auch gucken, dass sich irgendwas in deiner Birne verändert, dass wenn die Muskeln mal weg sind, du nicht wieder auf das Spastniveau zurückfällst. Und eigentlich ist es ja die viel bessere Lehre zu sagen, wenn ich ein Spast bin, der sich Muskeln antrainiert und nicht mehr als Spast wahrgenommen werde, dann möchte ich eigentlich mit der Welt da draußen gar nichts zu tun haben, weil die achten ja bloß auf die Hülle. Also das ist eigentlich so das größte Learning, was du mitnehmen musst, dass du an anderen Qualitäten, an anderen Attributen arbeitest, dass die Muskeln nicht notwendig sind, dass die natürlich schön sind und dass wir das cool finden. Also ich auch, ich sehe auch gern gut aus, sonst würde ich es nicht machen. So, wir sind eh alle in der Bodybuilding-Szene so ein Auffangbecken für, weiß ich nicht, zerstörte Mindsets und Gefühle, Emotionen etc. Also das hat ja alles irgendwo seinen Anfang. Aber du musst halt auf dem Weg irgendwas auch an deinem Mindset, an deinem Kopf verändern, in deinem Kopf drin, um nicht durch eine Verletzung oder sowas nachher depressiv zu werden, weil die Leute dann wieder sagen, guck mal, der Spaß, jetzt ist er wieder da ohne Muskeln. Das verstehe ich halt nicht, warum man nicht auf dem Weg auch so ein bisschen die Disziplin in andere Teilbereiche des Lebens steckt. Geht nicht mal nur um Finanzen, einfach auch so um die Persönlichkeitsentwicklung, so ums Zwischenmenschliche, Empathische, was ja im Leben auch sehr wichtig ist. Und da kannst du ja dann einfach so ein Gesamtpaket schnüren, wo du nicht nur
muskulär gut da aufgestellt bist, sondern auch was in der Birne hast, dich da weitergebildet hast. Und deswegen würde ich schon sagen, Kraftsport verändert die Persönlichkeit, bei den meisten aber halt leider nur temporär, weil wenn die Muskeln dann nicht mehr da sind, aus welchen Gründen auch immer, Stoff ist leer, Verletzungen, Stoff kann nicht mehr genommen werden, weil Gesundheitsprobleme oder irgendwie sowas oder einfach kein Bock mehr, dann ist die Persönlichkeit halt dieselbe wie davor und das darf halt nicht passieren. Also ich finde, so sich dieses nicht nur anstoffen, sondern auch antrainieren von mehr Selbstbewusstsein, das ist schon gut, aber du musst auf diesem antrainierten Selbstbewusstsein dann auch sagen, ich bleibe da, selbst wenn die Muskeln weg sind. Das ist Arbeit, ich weiß auch nicht, wie man das am besten macht, aber mir hat immer sehr geholfen, sich so bewusst zu machen, dass es gewisse Menschen in meinem Leben gibt, denen völlig egal ist, ob ich Muskeln habe oder nicht. Das musste ich feststellen, als ich keine Muskeln mehr hatte oder weniger Muskeln, als ich irgendwie 2 Jahre nicht trainieren konnte. Das war für mich eine sehr wichtige Zeit, war auch scheiße für mich irgendwo am Anfang. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, die Leute, die mich wirklich mögen, die interessiert gar nicht, was ich hier mache im Gym. Die interessiert auch nicht, ob ich einen 45er oder einen 35er Oberarm habe. Die mögen mich einfach für das, was ich bin. Und denen ist scheißegal, ob da eine Kamera läuft, ob ich mehr Muskeln habe oder nicht, sondern die schätzen einfach die Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe und dieses ganze Zwischenmenschliche. Und dann ist dir dieses Muskuläre für die Außenwelt auch gar nicht so wichtig. War es mir noch nie. Es war eh immer so ein Ding für mich selbst. Sonst, weiß ich nicht, hätte ich damit schon viel früher aufgehört, weil ich das immer blöd finde, irgendwas für andere zu machen. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich auch abseits vom Sport irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen aufbaut. Die können ja mit dem Sport angefangen haben, aber es darf halt im Leben, vor allem als Hobbysportler, nicht immer bloß um diesen Sport gehen, weil dann bleibt so viel anderes auf der Strecke. Und das merkst du ja auch, wenn du irgendwie mal in Urlaub fährst oder so, wie egal das anderen Menschen ist, ob du jetzt der krasseste Typ am Buffet bist, der sich irgendwie ein Eiklar-Omelett machen lässt. Da zeigen die Leute den Finger und den zeigen die dir teilweise zurecht. Das hat dann auch irgendwo nichts mehr mit, ich verfolge aber weiter den Lifestyle. So, ja, Respekt, cool, so. Wer dauerhaft durchzieht, ich habe da auch Respekt davor. Aber wir sind so weit weg in unserer Szene von einem vernünftigen Leben irgendwo, dass teilweise so dieses, ich ziehe durch und ich habe Disziplin für mich nicht mehr zählt. Weil der allergrößte Teil von uns ist halt ein Hobbysportler, der irgendwie Sport auf einem Profiniveau macht, weil er es sehr häufig und sehr lang macht. Aber wir sind halt keine Profis. Und ob ich dann am Wochenende, wie gesagt, mal 4 Stückchen Kuchen von meiner Oma esse, das macht den Braten wirklich nicht fett. Jetzt sage ich nicht irgendwie der 50-Kilo-Frau, setz dich zu deiner Oma und friss 4 Stück Kuchen. Mir verzeiht das mein Körper logischerweise ein bisschen mehr. Aber dann isst halt 2. Und am nächsten Tag machst du halt ein bisschen Piano. So, fertig. Es ist hochphilosophisch, was du da jetzt von dir gegeben hast. Und ich kannte ja die Fragen schon alle auch. Und du kannst alles, was du gesagt hast, kannst du jetzt mit Geld, mit Schönheitsoperation und so weiter austauschen. Das hat noch die gleiche Gültigkeit. Oder ich bin jemand, der ein bisschen skeptisch gegenüber einer Schönheits-OP steht. Zum Beispiel, ich habe eine große Nase. Oder? Das ist so. Wenn ich jetzt mir denke, ja, wegen meiner großen Nase, keine Ahnung, kein Selbstvertrauen und so weiter, ich lasse mit ihr operieren. Dann sag, oder wenn jetzt mir jemand diese Geschichte erzählen will, dann sage ich, ja, denkst du, das Skalpell ist die Lösung? Du musst in deinem Kopf irgendwie oder so mit deinem Wesen damit klarkommen. Nachher ist die Nase kleiner, aber dein Problem ist nicht weg. Oder dein Problem ist, dass du aufgrund von dieser Äußerlichkeit dich so runterziehen lässt. Dann kommt das Nächste, dann sind vielleicht die Ohren zu groß oder nicht angelegt. Oder, ich habe auch Segelohren. Oder keine Haare und dann braucht es eine Haartransplantation und so weiter. Das löst wahrscheinlich das Problem. Das Skalpell ist meistens keine Lösung. Wir reden nicht von Unfallwiederherstellung zum Beispiel, Unfallrekonstruktion, sondern wir reden so von Schönheitsoperation im Sinne von Optimierung. Und ich sage das nicht gerne, weil ich finde, eine Schönheitsoperation ist für mich keine Optimierung. Muskeln sind für mich keine Optimierung. Das ist irgendein Attribut, aber keine Optimierung.
Ich esse auch gerne gutes Essen und ich gebe auch gerne viel Geld für Essen aus. Das ist wahrscheinlich so in meinem Leben das, wofür ich am meisten Geld ausgebe. Gutes Essen. Das ist mir sehr wichtig, weil mir schmeckt gutes Essen. Ich lege Wert auf Qualität und mache dafür andere Sachen nicht, die andere Leute machen, die auch ihr Geld für irgendwas ausgeben. Das ist halt mein Konsum irgendwo. Aber gutes Essen alleine, das macht dich nicht glücklich. Gutes, das ist wie mit dem Geld. Und Geld ist ja irgendwie bloß das Tool, um dir dieses gute Essen irgendwie leisten zu können. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich lieber unglücklich viel Geld verdiene und gut essen würde oder glücklich wenig Geld und Magerquark essen würde, dann würde ich lieber Magerquark essen. Also jeder muss sich mal die Frage stellen, ob das nachher das Problem löst, dass du viel Geld ausgeben kannst für viel gutes Essen, wenn irgendwie in dir drin was nicht stimmt. Und dann esse ich nachher lieber mit meiner Freundin zusammen in Glücklichkeit und Zufriedenheit eine Packung Magerquark abends oder einen Salat mit Hirtenkäse statt einem Rinderfilet. Gut ist, wenn beides passt, das ist so schön, dann ist so alles cool. Aber viele verlieren dann auch so ein bisschen den Blick dafür, was wirklich glücklich macht. Und das ist kein neuer Schuh, das ist kein Rinderfilet, das ist auch keine neue Uhr, auch nicht zwei Uhren, eine links und eine rechts. Das ist nicht das, was dich glücklich macht. Du kannst Glück haben mit all dem, aber dann hattest du es vorher wahrscheinlich auch schon. Oder du hast währenddessen, während du das aufgebaut hast und das geleistet hast, daran gearbeitet, dass es dir trotzdem gut geht, auch wenn die zwei Uhren nicht an deinem Arm sind. Und das ist ja so das, worauf du hinarbeiten musst. Aber die Leute, die wirklich eine Typveränderung durchmachen, bloß weil eine Rolex an der linken oder rechten Hand ist, die sind ja eigentlich arm dran. Die keinen Zweck hat, weil eben die Nachrichten lesen kannst du eben nicht auf der Rolex und dann brauchst du die zweite Uhr. Aber die Rolex ist ja auch nicht da zum Nachrichten lesen, sondern die Rolex soll ja zeigen, ich bin erfolgreich. Fair enough. Ist okay. Also habe ich nicht mal das größte Problem damit, weil es gibt die Leute da draußen, die die Rolex am Arm haben und glücklich und zufrieden sind. Ich glaube aber, der Großteil, der sie am Arm hat, der ist nicht glücklich und zufrieden. Nein. Das wäre jetzt eine These, die ich in den Raum schmeißen würde. Wir kommen zur nächsten Frage. Wir kommen hier ohne Simon, glaube ich, nicht aus in diesem Podcast. Die Leute schimpfen manchmal, aber auf der anderen Seite stellen sie halt auch solche Fragen, weil sie wissen, dass du immer irgendwas draus machst aus deinem Kryptonit. Hast du den Simon Teichmann Podcast bei Coach Steph gesehen? Das ist wirklich eine reelle Frage. Ich habe mir das nicht ausgedacht, weil ich sag euch ehrlich, mir geht es manchmal selbst auf den Sack. Ich fand nicht Coach Steph hier jetzt, auch nicht Simon, aber das Thema an sich. Ja, ich fand aber spannend, weil in der Garnicus News-Folge hatten wir auch ein bisschen Simon. Und ich fand das war total erfrischend, machte mich glücklich, wenn ich die Kommentare gelesen habe und gesagt habe, cool, dass man sieht, dass Chris nicht nur auf Simon reinhauen muss, irgend so, oder in diesem Tenor. Also wunderbar, passt alles. Ja, ich habe die Folge gesehen. Ich weiß bis heute nicht, wer Gast war dort, ob jetzt Steff Gast war oder Simon Gast war. Die haben irgendwie, mir kam es nicht so vor wie jetzt bei uns, dass du mir eine Frage stellst und jemand antwortet, sondern ich hatte das Gefühl, dass der Host sich auch sehr gerne reden hört. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr. Ich rede aber auch viel in unserem Podcast mittlerweile, aber ich glaube, das ist auch das, woran sich die Leute mittlerweile gewöhnt haben. Ja, aber das sind Repliken darauf, auf die Fragen und auf meine Antworten. Und ich kann ja jeder den Podcast anschauen und ich habe das Gefühl, dass da geht es nicht um Repliken, sondern da geht es darum, sich in den Vordergrund zu stellen. Also ich habe den Podcast gesehen, ich fand ihn aus diesem Grund nicht besonders gut. Ich war auch zum Teil so ein bisschen erstaunt, wie wenig, und da meine ich jetzt beide, ich habe eine hohe Meinung von Coach Steph, aber hier kommt jetzt Kritik, wie wenig beide von der Umwelt so wissen, was außerhalb dieser Bubble passiert. Sie haben sich über Solarzellen und Energie, alternative Energie und Elektrofahrzeuge unterhalten. Und da muss ich sagen,
ja, ihr habt euch gar nicht mit, also nicht auch nur im Ansatz mit diesem Thema befasst. Da ging es zum Beispiel darum, dass es in Dubai offenbar Lanes gibt, auf der Elektroautos fahren können und dann dort der Akku geladen wird, oder? Dass das funktioniert, das ist Induktion, Magnetismus und so weiter. Das ist nicht so eine Hexerei. Das geht irgendwie auf Tesla zurück oder noch früher hat man das entdeckt. Das ist aber eine absolute ineffiziente Art und Weise, wie man seinen Akku lädt. Also je mehr Distanz. Und wenn ich mich richtig an Physikunterricht und so erinnere, dann nimmt die Stärke des Magnetfelds im Quadrat ab mit der Distanz. Also das ist exponentiell, wie da, wenn der Abstand oder am besten ist das möglichst ein kleiner Abstand. Und je größer der Abstand ist, desto mehr Energie geht verloren. Also es ist eine völlig ineffiziente und ich finde das auch eine ein bisschen dumme Art und Weise, wie man das Auto dann lädt und solche Dinge. Ich möchte jetzt da nicht auf die Details eingehen. Einfach, ich habe den Eindruck bekommen, dass diese zwei Herren einfach in ihrer Bubble sind, mit Scheuklappen durchs Welt gehen und nicht groß sich links und rechts Gedanken machen. Auch diese Dubai-Verherrlichung ist mir natürlich ein bisschen aufgestoßen, wenn man sagt, man ist in Dubai wegen dem Klima. Man kann in Dubai sich nur in klimatisierten Räumen aufhalten. Sonst ja, 6 Monate kannst du irgendwie gar nicht raus und 6 Monate in klimatisierten Räumen. So und gefühlt. Was ist da, ich meine grundsätzlich Dubai, warum geht man an einen Ort, wo es keine Ressourcen gibt, einfach keine, und dort eben mit ganz viel Strom das runterkühlen muss und jedes Kilowatt Strom wird dort mit Erdöl erzeugt und wo es kein Wasser gibt und jeder Liter Trinkwasser wird aus dem Meer genommen und mit ganz viel Energie entsalzt. Es gibt dort ein riesen Kraftwerk, das das macht. Der Wasserbedarf in Dubai ist pro Kopf 500 Liter oder mehr als 500 Liter am Tag. In Deutschland sind es irgendwie 122 oder so. Also da reden wir von Faktor 3 an einem Ort, wo es kein Trinkwasser gibt, keine Quellen. Faktor 4. Faktor 4, genau. Wer rechnen kann, ist im Vorteil. Das degradiert dich jetzt schon für alles, was du sagst. Ich sehe schon die Kommentare. Er kann nicht rechnen und will uns was über Magnetismus erzählen. Genau, es ist Faktor 4, irgendwas. Bei 125 wäre es Faktor 4. 4,09. Ja, hoffe, ich habe mich jetzt gerettet wieder. Aber da eben, es gibt dort, Energie wird mit Erdöl erzeugt. Trinkwasser wird mit Erdöl gemacht. Der Frischwasserbedarf ist gigant, nicht mal in den USA ist das so hoch. In den USA ist das irgendwo zwischen über 300 Liter, irgendwo, aber unter 500. Außerhalb eines Gebäudes kann man sich nicht aufhalten, weil es zu heiß ist. Und laut solche Dinge. Und wenn man dann sagt, man ist in Dubai, weil man das Klima so gut findet. Nein, Simon, du bist in Dubai, weil du dort irgendwie probierst, Immobilien zu verticken. Ist ja okay, oder? Das ist ja völlig okay, aber dann nicht solchen Unsinn erzählen. Was ich immer nicht verstehe, das ist jetzt gar nicht so ein Front in Richtung Simon, auch schon gar nicht gegen Coach Steph, weil ich Coach Steph auch sehr zu schätzen weiß, ich mag ihn sehr. Was ich nicht verstehe ist, warum oft in solchen Podcasts dann gefühlt auf Krampf versucht wird, andere Themenbereiche zu erschließen, die so völlig aus der Bubble raus sind, in der man stattfindet und in der man ja seine Expertise großteilig hat. Wie gesagt, gar nicht jetzt so bezogen auf Coach Steph und auf Simon und auf den Podcast. Ich weiß, Coach Steph macht das meistens und ich glaube, wenn er dann was anspricht, hat er in den meisten Fällen zumindest sich ein bisschen damit befasst. Aber ich verstehe das nicht. Ich versuche das auch tunlichst zu vermeiden, über ganz andere Themen zu sprechen, die nicht mal irgendwie peripher verwandt damit sind, was wir hier machen, weil ich dann nicht großartig kompetent bin. Was ich immer vermute ist,
dass wir in der Bodybuilding- und Fitness-Bubble sind, wir uns alle mit Bodybuilding und Fitness beschäftigen und dementsprechend auch die große Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft aus dem Bodybuilding- und Fitnessbereich kommt, logischerweise. Da habe ich jetzt noch nichts erzählt, was niemand nachvollziehen könnte. Aber wenn du dann anfängst, irgendwie über magnetische Fahrbahnen in Dubai zu sprechen, dann denkt der typische Fitnesskonsument, boah, krass. Das ist richtig heftig, was die so in ihrer Freizeit machen. Das ist so das Gefühl, was ich da habe. Du bist so der Einäugige unter den Blinden. Jetzt nicht böse gemeint, aber Sportszenen allgemein, Hooligans beim Fußball, auch im Bodybuilding, die ganzen Hardcore-Verfolger, die leben halt dafür. Das ist halt so der ihr Ding. Da ist jetzt nicht wichtig, wie das Aktienportfolio irgendwie sich entwickelt. Das ist bei mir auch nicht wichtig. Ich stelle mich da gar nicht auf ein anderes Podest. Aber es ist so sehr einfach, in der Bubble dann so einen gewissen Eindruck zu schinden, weil man heute mal Wall Street Journal irgendwie überflogen hat. Aber du bist halt da kein Experte drin. Und wenn jemand sich ein bisschen mehr damit auskennt, und du hast diese Überschneidungen immer, also du kommst aus der IT, ich habe auch in der IT gelernt, du bist da mehr drin, als ich da heutzutage noch drin bin. Aber es gibt halt Leute, die haben multiple Expertisen. Und da wird es halt dann peinlich manchmal. Deswegen verstehe ich nicht, warum man manchmal zwangsläufig oder auch zwanghaft so rum in anderen Bereichen stattfinden will, wenn die Fitnessbranche halt einfach deine Bubble ist. So deal with it, hier ist dein Zuhause, mach das Beste draus. Und bevor du dich dann hinsetzt und irgendwie über Finanzen sprichst, ist ja egal, wer das ist, ob das jetzt ein Jill ist oder ein Smart Gains. Smart Gains hat auch mal so einen Kanal, irgendwie so einen Krypto-Kanal. Wirklich? Temporär nur. Es war ein ganz kurzes Gastspiel. Aber das ist ja gar nicht unmöglich, dass du in anderen Bereichen stattfindest. Aber du musst dich halt damit auseinandersetzen. Und das würde ich erstmal machen, bevor ich so versuche, diesen Eindruck nur zu schinden, weil der Großteil des Publikums mir gar nicht folgen kann. Also wie willst du denn als inkompetente Person in dem Bereich Kompetenz beurteilen? Das geht ja gar nicht. Genau. Also ich kann doch gar nicht sagen, ob der Physiotherapeut, der mich behandelt, kompetent ist. Ja, ja. Ich bin doch keiner. Also bei mir ist jetzt noch was anderes. Mein Vater war einer beispielsweise. Du kriegst ja dann viel mit. Du kannst dann schon irgendwie, wenn du noch jemanden hast in der Familie oder im Freundeskreis, der darin kompetent ist, dann ist es dir einfacher, das zu beurteilen. Aber woher soll ich denn jetzt wissen, ob der Physiotherapeut gut ist oder nicht? Vielleicht hat er einfach Glück gehabt und muskelfrei gemacht. Und dadurch geht es mir besser. Oder es war Placebo. Oder ich will einfach gestreichelt werden und fühle mich dann besser. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja gar nicht die Grundlage oder die Basis, auf der du jetzt diese Kompetenz beurteilen könntest. Ich habe immer auch das Gefühl, dass unsere Bubble da halt zu dem neigt. Ich meine, das vermeintliche Wissen, ich klammere jetzt mal die Michels, die Fabis, die Martinas, die Dr. Post und so weiter, die klammere ich jetzt mal aus. Ich rede jetzt nicht von denen. Aber so der 0815-Influencer, so wie das alles damals mit der Bananencrew und so weiter langsam ins Leben kam, das ist ja alles so unfundiertes Wissen, das nicht ganz genau geprüft werden kann. Ich meine, wer kann schon sagen, ob jetzt 5x5 oder 3x8 was effektiver ist? Oder da gibt es so viele andere Faktoren. Und das ist auch ein relativ neuer Sport, der nicht wie zum Beispiel Leichtathletik, wo Staatssysteme Interessen hatten, dass da gute Leistungen erzielt werden und so mit viel Mittel erforscht wurden. Unser Sport hier ist relativ jung, ist relativ unerforscht, spielen viele Einflussfaktoren mit, wie zum Beispiel Stoff mehr oder weniger, Essen mehr oder weniger, der dann alles verändert. Man fischt da noch ein bisschen, oder der Normale fischt da ein bisschen im Trüben. Und dann natürlich sich einen Namen erschaffen oder ein Karl S., der Kompetenz mimte damals, weil er einen trainierten Körper hatte, einen überdurchschnittlich trainierten Körper oder ein Team Gabel. Ich unterstelle jetzt Team Gabel, ich sage jetzt mal, der hat keine Ahnung von Krafttraining. Sage ich jetzt so, oder?
Trotzdem hat er einen guten Körper oder einen hervorragenden Körper, hat er ja jetzt noch. Aber er hat, ich behaupte jetzt, dass Fabi würde den wahrscheinlich an die Wand reden, argumentativ zerpflücken oder mit jedem Satz, den er sagt, belegbar. Trotzdem kann Tim wahrscheinlich en masse Trainingssysteme verkaufen. Coachings macht er wahrscheinlich nicht, aber er hat so eine App mittlerweile. Hat irgendeine App und kann das, weil die Leute glauben ihm das. Wenn jetzt diese Leute, und da offenbar ist unsere Bubble anfällig dafür, weil man nicht mit einem Studium oder mit langjähriger Erfahrung, eben wenn du Glück hast und dein Körper neigt dazu, um Muskel aufzubauen. Da gibt es tatsächlich Unterschiede, musste ich leider auch feststellen. Oder? Es gibt Leute, die einfach Muskel aufbauen und Leute, die schwer Muskel aufbauen. Es gibt Leute, die alles richtig machen und trotzdem nicht viel Muskeln aufbauen und Leute, die nicht viel richtig machen und viel Muskel. Ich sage jetzt mal, Team ist so einer, oder? Das ist halt kein kausaler Zusammenhang unbedingt. Ganz genau. Und da neigt unsere Bubble neigt dazu, weil man da per Zufall die richtigen Eltern sich ausgesucht hat und dann Kompetenz mimen kann und sich so ein finanzielles Reichtum aufbauen kann. Konnten die ja. Tim ist wahrscheinlich ein gemachter Mann und Smart Gains auch und so weiter. Das sind ja alles, die sind ja all finanziell erfolgreich. Das muss man ja lassen. Und immer dann, wenn sie dann in eine neue, eben Finanzen oder irgend so, in eine neue Disziplin, in ein neues Thema hineingehen, wo es eben Leute gibt, die Ahnung haben, weil man das vielleicht studiert hat, weil man dann beruflich tätig ist, dann fällt auf, wie laienhaft und amateurhaft die Leute reden. Und das passiert dann halt eben, wenn sie über Themen reden, die außerhalb von der Bubble ist, dann fällt das unter Umständen aus. Und dann passiert bei mir immer Folgendes. Mir ist das zum Beispiel bei Jill passiert. Ich habe sein Trainingsbuch ja gelesen und das hat, kann man so sagen, eklatante Fehler drin. Falsche Dinge, die falsch sind oder die man anders machen sollte. Und jetzt denke ich mir immer, er hat das so hingeschrieben und mimt das, aber ich weiß, ich habe, und das heißt ja auch, die heißt ja auch Bibel irgendwie, Fitness-Bibel, Lifting-Bibel, irgend sowas hieß die. Und jetzt denke ich mir, jetzt solche Leute, jetzt ist er in dem Finanz-Krypto-Zeugs tätig. Ist sein Wissen dort auch gleich unfundiert und einfach so irgendwie zusammenkopiert oder vom Hörensagen und dann verfälscht? Und das lässt er ungefiltert auf Leute los. Ich finde das ganz extrem gefährlich. Du hast es richtig gesagt, die Leute schauen sich das an und die glauben das dann. Ich glaube, das kannst du schon machen. Also ich glaube auch manchmal. Manche glauben auch an Gott, ohne dass sie das je haben beweisen können, dass es den gibt. Glauben ist halt Religion irgendwo. Das ist halt nicht Wissen. Und das finde ich so absurd bei uns in der Szene, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein Felix Post macht ein Video, Leute schreiben drunter, der von der Pharma-Lobby kontrollierte Arzt. Martina macht ein Video, sagt irgendwas, ja, der kann man nicht trauen, wer wenig Fleisch propagiert und gar kein Fleisch isst, der kann man sowieso nicht trauen. Die kann man nicht ernst nehmen. Ja, aber wenn euer Influencer der Wahl irgendwie euch sagt, ich mach das und das, das funktioniert, dann so, shut up and take my money, bro. Das verstehe ich nicht. Ja, also du hast kompetente Leute, die halt wirklich fundiert auch auf einer gewissen aktuellen wissenschaftlichen Lage sagen können, Kreatin für Säuglinge, das ist irgendwie nicht geschützt. Oder? Und dann sagt der andere, ja, aber ich mach das so, ihr müsst es so nicht machen. Aber ich mach so, ihr könnt selber entscheiden und sagst so, ja, stimmt, ich mach das, weil ich glaube, das ist gut, was der sagt. Und wir kennen von diesem anderen, kennen wir die Kompetenz nicht. Was wissen wir von dem anderen? Wir wissen, dass er faktisch keine hat eigentlich. Also zumindest jetzt so auf dem Papier hat er keine. Ich bin auch keiner, der immer sagt, du musst alles auf dem Papier haben und Zertifikate nicht an der Wand. Nein, natürlich nicht. Aber irgendwo musst du anfangen. Und was wissen wir über ihn? Wir wissen, dass er gemäß seinen Aussagen an eine hochbegabten Schule ging. Wir wissen, dass er seit Jahren auf TRT ist. Wir wissen, dass er sein Studium abgebrochen hat.
Meiner Meinung nach, außer ich täusche mich da, wenn das falsch ist, korrigiere ich das gerne. Aber meiner Meinung nach, mein letzter Stand ist, dass er sein Studium abgebrochen hat oder nicht fertig studiert hat. Das wissen wir. Ich glaube, zwei sogar, oder? Möglich. Und von was wissen wir von Martina? Wir wissen, sie ist Molekularbiologin. Sie hat, glaube ich, doktoriert, oder? Mhm. Sie war Tutor an der Uni. Sie hat jahrelange Erfahrung im Vorbereiten von Athleten. Sie lebt mit einem der besten Strongmans in einer gewissen Ära zusammen, hat dort mit Dinge mitgekommen. Also, oder der Felix Post, oder da. Was ist der? Kardiologe, oder? Der Chefarzt in der Kardiologie, an der Uniklinikum. Oder? Und so weiter. Und das wissen wir. Und auch das, was Sie sagen, das ist ja nicht irgendwie so, dass man das jetzt einfach widerlegen kann. Ich sage nicht, dass das richtig ist, was die sagen. Aber da hier hat man Anhaltspunkte. Aber wenn halt jemand seinen auf TRT aufgebauten, nicht besonders muskulösen Körper in die Kamera hält und sagt, ja, und halt schnell redet und halt auch nicht nur dummes Zeug von sich gibt, muss man ja neidlos sagen, dann... Genau, und dann unter Martina und was Popst, das Pharmalobby und so weiter. Verstehe ich, kann ich nicht nachvollziehen. Wir reden ja immer so auf einer Ebene, die nicht ganz so prekär ist, sage ich jetzt mal jetzt. Und das sind ja meistens so Beispiele, die sind jetzt nicht wirklich greifbar für die Leute. Aber ich versuche das mal zum Abschluss der Frage so ganz krass zu machen, dass die Leute auch folgen können, weil ich bin gar kein Schlechtreder von alternativer Heilung oder alternativen Heilmethoden, sowas, traditionelle chinesische Medizin und solche Sachen. Finde ich gar nicht scheiße. Also ich gucke mich da auch um und man schaut so ayurvedische Medizin, lauter solche Sachen. Ich nutze das. Sind ja alles interessante Teilgebiete. Aber wir machen es jetzt ganz krass, einfach um es plausibel zu machen. Du hast jetzt Krebs. Du hast jetzt Krebs, so. Da kannst du noch 50 Mal davor gesagt haben, ja, ich habe da dem und dem den Tipp gegeben, der hat jetzt Krebs, versuch's mal alternativ, versuch's mal mit Öl ziehen oder versuch's mal mit, keine Ahnung, Kürbiskerne lutschen oder irgendwie sowas. Vielleicht funktioniert das, ja? Aber ich sag jetzt wirklich ganz, ganz, ganz krass, du hast jetzt Krebs, was machst du? Gehst du zum Arzt oder gehst du zu Coach Aaron? Richtig, genau. Ich glaube. Oder deine Mutter. Deine Mutter hat jetzt Krebs. Ja. So. Ich glaube, die Antwort ist klar. Gehst du mit ihr zum Arzt oder schickst du sie zu Coach Aaron und wir versuchen mal ein bisschen mit Öl ziehen und Honig lutschen? Das ist ja so die Frage, die sich jeder stellen muss. Und ich verstehe schon, nicht jeder Arzt ist gleich. Manche sind schwarze Schafe. Nicht jeder hat eine Kompetenz, bloß weil er einen Doktortitel hat. Aber da gehört ja auch ein bisschen was dazu, so das zu bekommen und zu werden. Aber du kannst diese. Oder die Antwort ist klar, ich gehe tatsächlich zum Arzt und ich suche mir noch den Besten und nehme noch Geld in die Hand. Ja, aber Chemotherapie mache ich nicht, das ist schädlich. So, ja, da bin ich mal gespannt, ob du die Chemotherapie nicht machst, wenn es heißt, du hast noch ein halbes Jahr und das ist die einzige Lösung. Ob du das dann ausschlägst oder und Öl ziehst oder Honig lutschst oder ob du halt die Chemotherapie machst und alles versuchst, um irgendwie am Leben zu bleiben. Ja, aber du kannst dir auch sicher sein, dass wenn ich das nächste Mal einen Hexenschuss habe, dann lasse ich mir eine Biene setzen. Weil das habe ich gelernt von Coach Aaron, dieses Bienengift, wo es da offenbar die Muskeln entspannt und so weiter. Und deshalb sage ich, das ist nicht alles nur doof, was die Leute sagen. Deswegen wirklich drastisch. Ja. Du hast jetzt eine der schlimmsten Krankheiten der Welt. So. Genau. Was machst du denn dann? Was ist dein erster Ansatz? Und womit gehst du als erste Heilungsmethode oder als erster Versuch, vor allem auch für deine Liebsten? Du willst ja, dass die weiter da bleiben. Ja. So. Und ich denke wahrscheinlich mir noch, warum hat man nicht mehr staatliche Mittel investiert, um da mehr zu forschen und so weiter. Das denke ich mir wahrscheinlich noch dabei dann. Ja, natürlich. Aber es gibt ja jetzt so Stand heute einfach der Weg, der die besten Chancen birgt. Und den machst du halt wahrscheinlich am Ende. Respekt vor jedem, der den alternativen Weg geht. Jeder kann da, auch wenn er selbst nicht betroffen ist, immer groß quatschen und fragt mich um Tipps. Ich gebe dir den besten Tipp und wenn ich selbst in der Lage bin, dann mache ich es auch wieder anders. Das ist ja so das, aber du musst ja
auf irgendeine Kompetenz musst du dich ja verlassen. Und wenn halt manche Leute irgendwie solche Tipps rausgeben oder über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben, wo so jemand, sogar jemand, der selbst keine Ahnung hat, merkt, die haben keine Ahnung, dann ist halt so die Frage, was nimmst du jetzt von denen für voll? Also wenn jemand sagt, Honig ist nicht das gleiche wie Zucker beispielsweise, ja, da hat er schon einen Punkt, das hatten wir ja auch schon in den Folgen. Aber wie viel besser ist das jetzt, was du dann dadurch zu dir nimmst? Wie viel besser, wie viel Vorteil bringt das jetzt, wenn ich den Löffel Honig statt dem Löffel Cluster Dextrin habe? Also auf diese Minimenge, du kannst jetzt am Tag kein Glas Honig fressen. Ja. Geht halt auch nicht. So, Honig macht nicht dick. Kalorien machen dick, egal ob es Honig oder Erbsen sind. So. Naja, nächste Frage. Freunde, es geht sofort weiter für euch mit dem Gannikus Podcast. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code PODCAST spart ihr 10% auf alle unsere Supplements im Gannikus Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Was ist deine Meinung zum Rucksack-Gate bei Max Matzen und seinem Sponsor? Hast du mitbekommen? Habe ich mir gestern angeschaut, und aber dass ich es, damit ich nicht jetzt da in die Falle tappe, ich rekonstruiere es nochmals kurz und bitte korrigiere mich, wenn ich da etwas falsch rekonstruiere. Also Max Matzen bietet über seinen Shop, da absolut hated oder most hated, keine Ahnung, bietet er einen Rucksack an für Preis um die 50 Euro rum, oder? Den Preis habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber deutlich günstiger als das, was du jetzt sagen wirst als nächstes. Genau, und bei seinem Sponsor bekommt man den gleichen Rucksack für teureres Geld. Für 100, glaube ich, war das jetzt zum Einstiegspreis, ja. Bei ESM bekommt man lustigerweise diesen Rucksack auch für noch mehr Geld. Für 120 Euro, das habe ich mir gemerkt, ja. Und wenn ich den auf Alibaba bestelle, dann kostet er noch weniger als bei Max. 20 oder okay. So, je nach Menge. Ja, ich finde das amüsant. Also ich finde es kein Gate, aber ich finde das amüsant. Und dass da nicht, ich finde es erstaunlich, dass sein Sponsor ihm da nicht auf die Finger klopft und sagt, hey, kannibalisiere nicht mein Produkt hier. Das Kind ist ja wahrscheinlich jetzt in den Brunnen gefallen, oder? Also wer jetzt noch einen Rucksack kauft, ist selbst schuld. Egal, wenn, dann muss er ihn bei Max kaufen oder bei Alibaba. Genau, wer nicht bei Alibaba bestellt, der ist selbst schuld. Kannst du aber ja auch nur, wenn du eine gewisse Menge abnimmst. Also das ist so der Disclaimer, warum auch niemand macht. Kein Mensch hat irgendwie Bock, jetzt selbst 200 Rucksäcke zu bestellen. Ja, ja. Dann kriegst du die halt nicht mal für 20, wahrscheinlich für 28 Euro und musst sie aber dann auch wieder verkaufen. Da hat halt der Großteil der Menschen keinen Bock drauf. Deswegen ist so der beste Deal wahrscheinlich, den bei Amazon oder bei eBay oder eben bei Max zu kaufen. Ja, ich finde das Ganze amüsant. Ich finde, das sind wahrscheinlich Fehler passiert, dass das sich überhaupt so entwickelt hat. Oder da muss man vielleicht ins Retroperspektiv, also zwischen dem Sponsor und Max, muss da wahrscheinlich jetzt geschaut werden, wie konnte das passieren. Aber ich glaube, es ist schon nicht im Interesse des Sponsors, dass Athleten, die ja im weitesten Sinn Marketingangestellte sind, das eigene Business kannibalisieren. Das wäre ja gleich, wie wenn jetzt Max anfängt, Supplements zu verkaufen. Aber Moment, in Shop. Moment. Max hat den Rucksack ja als erstes verkauft. Das gibt tatsächlich einen ganz anderen Drall in diese Geschichte. Ja, also ich wollte jetzt nicht, dass du weiterredest, weil Max verkauft ja über Almost Netty schon die ganze Zeit Rucksäcke. Aha, okay, dann muss ich sagen, dann ist das gar keine Geschichte. Da muss ich sagen, da ist der Sponsor ein bisschen eine nicht für mich nachvollziehbare Entscheidung. Also lass es uns so sachlich angehen. Fakt ist ja, wenn du ein Produkt verkaufst, kannst du da jeden Preis draufschreiben. Angebot und Nachfrage. So, fertig. Das ist der Markt. Ich kann denselben Rucksack jetzt auch für 200 Euro verkaufen und irgendwie noch draufschreiben, der heilt Krebs, noch eine Packung Kreatin für Säuglinge rein und sagen 220 Euro. Wenn das dann Leute kaufen, ist das nicht immer nur meine Schuld, sondern auch die Schuld der Kunden. So.
ein iPhone kostet auch keine 1.500 Euro oder 1.200 und die machen dann 300 Euro Gewinn dran. Das ist auch deutlich billiger. Es ist halt der Apfel drauf, deswegen kostet das so. Du wirst wahrscheinlich auch von einem No-Name-Hersteller ein sehr ähnlich gut produziertes technisches Produkt finden. Es ist aber halt kein Apfel drauf und es läuft kein iOS-Betriebssystem. Vielleicht läuft sogar ein besseres Betriebssystem drauf, wenn du dich einfach dran gewöhnst. Ich will das gar nicht werten. Aber du darfst jeden Preis aufrufen. Fakt ist ja auch, für das Way, was du bei uns für regulär 22,49 Euro bekommst, mit Code noch extra 20,24 Euro, da schreiben andere Leute auch mehr drauf. Und auch das wird gekauft. Das ist nicht meine Schuld, Freunde. Das ist nicht meine Schuld. Also unseres ist nicht minderwertiger. Das ist teilweise, würde ich sagen, sogar von den Aromen und von der Löslichkeit und von der Cremigkeit ist besser. Ganz subjektiv. Aber was es auf jeden Fall nicht ist, es ist nicht minderwertiger. Wir benutzen da alle mehr oder weniger den gleichen Rohstoff. Auch das stimmt nicht. Unserer ist aus Deutschland von lokalen Milchbauern und andere schießen denen in China an der Rohstoffbörse. Egal. Unwichtig. Eigentlich hat Max recht. So. Wenn ihr einen Rucksack kaufen wollt, dann kauft ihn bei mir, weil ich mache am wenigsten Marge drauf. So, wenn ihr ihn noch billiger kaufen wollt, dann kauft ihn bei Alibaba für 20 Euro, wenn ihr 250 Einheiten holt. Machen die wenigsten, aber denselben Rucksack in derselben Qualität bekommt ihr bei mir für sehr viel weniger Geld. Hat er recht, das ist Real Talk. Das ist so erstmal Fakt. Ja, also mit dieser Information eben, das wusste ich jetzt nicht. Mit dieser Information, dass Max den zuerst im Shop hat, kehrt sich natürlich die ganze Geschichte, die dreht, oder? Da, es ist sicher was unglücklich gelaufen, dass die sich nicht abgesprochen haben, oder sein Sponsor und er. Das hätte man schlauer machen können, oder? Aber ja, das ist für mich, ist das jetzt kein Gate mehr? Das war vorher schon amüsant. Die Frage habe ich ja so nicht gestellt. Ja, ja, natürlich. Aber das, ich hatte, als ich das gestern hörte und mir ein Video angeschaut habe, wo das dargestellt wurde, da musste ich schon schmunzeln und dachte, da ist einiges schief gelaufen und das hat Explosionspotenzial. Aber wenn man das so anschaut, dann sehe ich da kein Explosionspotenzial mehr. Die müssen miteinander reden wahrscheinlich, Max und sein Sponsor. Aber der Max hat die Karten in der Hand. Wenn er ich hätte als Firma, die primär halt eigentlich einfach Supplements auf den Markt bringt, keinen Rucksack auf den Markt gebracht, der doppelt so teuer ist, aber von der Qualität gleichwertig. Das macht halt irgendwie so keinen Sinn. Klar, es ist irgendwie, ich versuche mich auch in die andere Seite rein zu versetzen. Es ist halt auch kacke, wenn einer deiner besten Influencer dann irgendwie in der Öffentlichkeit genau das sagt. Er hat zwar recht, aber du hast ja trotzdem irgendwie eine Geschäftsbeziehung. Das ist irgendwie auch scheiße. Ich stelle mir so vor, keine Ahnung, ich bin ja hier so mit im Massive-Team, Massive Soldier. Jetzt aber nicht nur irgendwie gesponserter Athlet und Firma, die da mich jetzt nutzt oder sowas, ja auf freundschaftlicher Basis bei mir. Aber ich stelle mir so vor, hier der Jay macht eine Tasche und ich mache dieselbe Tasche bei Gannikus und sage dann, ich schreibe die Hälfte drauf. Der sagt ja auch, bist du behindert? Ja. Ja. Ist jetzt nicht das komplett selbe, aber irgendwie finde ich das schon eine unglückliche Situation und dass es dann in der Öffentlichkeit ausgefochten wird, ist halt auch irgendwie komisch. Jetzt könnte man irgendwie spekulieren, Max ist nicht mehr lang bei Big Zone, aber der bringt, glaube ich, gerade erst jetzt, es wird schon draußen sein, glaube ich, bis die Folge raus ist, ein Athletenprodukt über seinen Sponsor raus. Boah, finde ich schon unglücklich, ehrlich gesagt. Aber Max so vollkommen im Recht halt eigentlich. Das ist unglücklich, das ist fehlende, mangelnde, falsche Kommunikation. Irgendwo in dem Bereich muss man das abhaken, aber das ist nicht. Max hat hier nicht Business unterwandert vom Sponsor. Und das hatte ich zuerst den Eindruck, oder? Und dann hätte stell dir mal vor, Max würde jetzt sagen, ich mache Produkt XY von meinem Sponsor 1:1 nach und verkaufe es für die Hälfte. Hm.
Ja, das ist ein Kündigungsgrund, wahrscheinlich. Ja, andersrum kannst du ja nicht kündigen. Gut, klar, Max kann den Sponsoring-Vertrag auch aufkündigen, ja. Aber es ist schon... Ja, unglücklich, äußerst unglücklich. Unglücklich, ja. Apropos Produkt, hast du gesehen, Sascha Mühle hat jetzt auch ein Produkt. Ja, ich habe nur die Werbung gesehen. Das löst, wenn du zu wenig Muskeln hast, wenn du zu fett bist, es löst alles irgendwie. Habe ich heute ein Reel gesehen von ihm. Was da drin? Ich habe mir nicht genommen, um zu schauen, um was es geht. Okay. Weil was soll drin sein? Vince Troll oder was? Und alles andere, wenn nicht Vince Troll drin ist, dann wird es nie funktionieren. Vince Troll macht Muskeln und nimmt verbrennt Fett, oder? Vince Troll kann das. Weiß ich nicht. Oder ich glaube auch ein Vince Troll rettet dich nicht, wenn du am Tag dreimal zu McDonald's rennst und drei Menüs frisst. Hm. Oder vielleicht ist es eine Mischung aus Testosteron und Ozempic. Oder DNP. DNP mit Testo. Ja, wir müssen echt mal die ganze Steroid-Thematik ein bisschen entmystifizieren. Ja, hat Wirkung, aber du musst schon auch weiterhin Dinge richtig machen. Ja, ja, ja. Es ist nicht so, dass das Ding die Arbeit für dich macht. Ja, du wirst wahrscheinlich mehr Erfolg haben, wenn du dieselbe Arbeit reinsteckst als jemand anderes, aber du kannst jetzt, wie gesagt, nicht Training sein lassen und dreimal am Tag Double Big Mac Maxi-Menü essen. Mit richtiger Cola und dann noch einen Löffel Honig hinterher. Das funktioniert halt nicht. Ja, da musst du's. Es gibt ja einen, der das gemacht hat oder der das so propagiert hat, aber der hatte dann auch Implantate, oder? Der hieß dann Rich Piana, der ja so getan hat, als man diesen Lifestyle und so weiter. Aber der hatte ja gar keine, an den entscheidenden Stellen war das ja gar nicht mehr Muskelgewebe, sondern irgendwas Synthetisches. Es gab auch mal Super Size Me, kennst du den Film? Das war der Versuch, um McDonald's irgendwie in den Dreck zu ziehen, oder? Jeden Tag irgendwie McDonald's essen, ja. Der ist tot mittlerweile. Da gibt es auch irgendwie Verschwörungstheorien darüber, dass das irgendwie nicht ganz so war, wie der Film es darstellen kann. Gab es, glaube ich, sogar einen zweiten Teil. Okay. Aber der Hauptprotagonist ist gestorben mittlerweile. Wirklich? Krebs? Das ist so. Das wäre jetzt gelogen. Fast zynisch schon, ne? Lass mich mal gucken. Super Size Me. Wer war der Produzent oder so? Das war doch so ein Bekannter, oder? Hier, Super Size Me Macher Morgan Spurlock ist tot. Ist 24.05.2024 hier sogar. Ich bin beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Also, wenn ich schon GEZ bezahle, was ihr hier übrigens nicht macht, deswegen gibt es auch kein Mitbestimmungsrecht. 53 Jahre alt ist er geworden. Spurlock sei an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Siehst du, ich bin so ein Textskimmer. Kennst du Textskimmer oder Speedreader? Ich lese irgend sowas nebenher und ich kann mir so die Keyfacts echt gut merken, weil das ist jetzt offensichtlich schon 5 Monate her und ich habe mitgeschnitten, was passiert ist. Kannst du mir diesen Skill sagen, wie ich mir den antrainieren kann? Ich habe das Gefühl, ich bin so ein langsamer Leser. Es gibt Bücher, ich habe ein Buch gelesen darüber. Ich habe ein Buch gelesen, wie man schneller Bücher liest. Das heißt Speedreading. Ja, eben, das muss man irgendwie so diagonal oder keine Ahnung, oder? Ja, ist gut, weil wir leben im Zeitalter der wenigen Zeit. Wir müssen gucken, dass es alles effizienter wird. Ich bin so ein langsamer Leser. Ich lese gerne, wirklich, aber ich bin so ein langsamer Leser. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mir, also Dinge, die ich mir merken möchte, muss ich mehrmals lesen. Das reicht nicht einmal. Und da gibt es, glaube ich, wirklich so die Birkenbiel und so hat, glaube ich, schon Techniken, wie man da so ein bisschen... Bin ich Fan auch. Vera Birkenbiel bin ich absoluter Fan. Aber ein Buch von ihr, Stroh im Kopf oder so. Dort wirklich absolute Koryphäe. Hat schon damals richtig viele richtige Sachen gesagt. Mittlerweile auch verstorben, leider. Ist die auch schon, okay. Ja, war ja auch stark adipös, muss man sagen. Ja, ich war auch erstaunt, dass ich sie das erste Mal sah. Ich kann sie nur, hab von ihr gehört, korrigieren, Koryphäen, so haben mir ein Buch eben Stroh im Kopf oder Kopf, nur Stroh im, irgend sowas, ist irgendwo da hinten. Und ich habe es nicht fertig, ich fing es an zu lesen, die schlägt dann so Techniken vor, wie man memorisieren kann. Hat alles funktioniert, was sie da erzählt, ja.
Letzte Frage für heute. Das Thema macht also den Abschluss und wahrscheinlich kann man sich auch daran wieder ein bisschen verlieren. Wir sind schon bei einer Stunde 53. Was war wirklich der größte Skandal der Fitnessszene? Ja, das wusste ich. Wir haben es im Vorgespräch. Ich wusste nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich habe mir die Skandale probiert, die so vor dem geistigen Auge durchzugehen. Und mir ist dann Folgendes eingefallen. Und zwar... Ich weiß es noch nicht, wir haben uns diesmal nicht abgesprochen, auf einen sind wir zusammengekommen tatsächlich. Ja, aber das kommt nicht das jetzt. Das war so zu Hochzeiten der Bananencrew. Da gab es doch mal einen Moment, als Matthias Nachbur irgendwie von Mischa Janjec und Patrick Reiser... In der Lobby des Marriott Hotel war das, glaube ich, in Zürich, richtig gehend mit mafiösen Zügen bedroht wurde, so wenn er nicht spurt, dann kommen dann die Kollegen vorbei und sorgen dann dafür, dass die Interessen von Mischa und von Patrick, wenn die im Ausland sind, durchgesetzt werden. Und das ist mir wieder eingefallen, was ich das Größte fand, weil hier wirklich, ich finde, unter Androhung von Gewalt, oder zumindest man hat das so insinuiert, dass man selbst darauf das kommen könnte, probierte jemand mundtot zu machen. Und das fand ich schon ganz, ganz dicke Post. Und es gab Beweise, muss man ja sagen. Ja, ja. In Form von Sprachaufnahmen gab es Beweise. Also ja. Das hatte ich auch komplett verdrängt, ist aber ein Thema, hast du recht. Gibt es auch wahrscheinlich immer noch das Interview, das Marcel damals irgendwie geführt hat mit ihm. Habt ihr das mal suchen. Mittlerweile bin ich ja so entspannt bei Podcast-Aufnahmen, dass ich einfach nebenher noch gucke, was hier Sache ist. Das ist auch so ein von Birkenbiel erlernter Skill, du kannst... an vier Sachen miteinander sein, oder? Das haben mir sehr viele Frauen beigebracht, Multitasking. Mir ist privat, ich weiß aber nicht, warum das privat ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das wieder online nehmen soll für euch. Ich glaube, wir haben ab einem gewissen Zeitpunkt einfach Videos, also chronologisch absteigend dann offline genommen, weil es einfach super alt war. Es ist vom 23.11.2016, man sieht auch, wie damals noch so YouTube funktioniert hat, dass einfach 224.000 Aufrufe da drauf bekommen. Also der Algorithmus hat damals einfach noch anders gekickt, definitiv. Ja, aber das ist auch ein Video mit Sprengkraft. Also ich behaupte jetzt, wenn du das so, also ich würde es nicht verstehen, wenn das nicht innerhalb eines Tages 100.000 Klicks hätte. Würde ich nicht verstehen sonst. Also ihr schreibt jetzt mal, wenn ihr das seht, in die Kommentare, ob ihr dieses Interview nochmal online haben wollt. Und ich muss parallel Marcel fragen, ob das für ihn gut ist, wenn ich es wieder online nehme. Ob es da irgendeinen gewissen Grund gibt. Nicht, dass es nachher irgendwie böse Post gibt oder so. Aber das ist ja fast schon nostalgisch. Das muss online gehen. Also schreibt es in die Kommentare. Ja, dort ist Marcel ging da zu Matthias nach Basel und hat ihn da in seinem Fitnessstudio oder seiner Firma interviewt, ja. Mhm. Ja, und da hat er alles erzählt, genau. Ja, das muss. Also höchste Brisanz, würde ich sagen. Was wir beide auf jeden Fall direkt auf dem Zettel hatten, war dieser Biotech USA-Skandal mit dem Protein-Spiking. Ja. Das war auch so ein Ding, was definitiv richtig, richtig Wellen geschlagen hat. Und weißt du, was auch krass ist? Dass ja heutzutage, egal in welches Kaufhaus du gehst und wo noch ein Supplementladen drin ist, ist ja alles Biotech. Wirklich? Ich achte da nicht so. Also bei uns in Deutschland zumindest. Ja. Biotech hat ja SciTech aufgekauft. Ja. Das sind ja auch so ein bisschen mafiöse Strukturen, muss man sagen. Diese ungarische Familie, denen das gehört, die sind ja auch dort im Forbes Magazine gewesen. Und da weiß ich auch noch, dass wir einen Artikel hatten. Und wenn du die schon anguckst, siehst du ja irgendwie... Das ist jetzt alles so ein bisschen Rothschild-Niveau in Ungarn irgendwie. Ja, und wahrscheinlich gehen bei Orban ein und aus. Und das ist ja auch lustig, dass die Biotech USA heißen. Von Ungarn. Das ist schon so aufgebaut, um die Leute zu verarschen irgendwie, oder? Naja, voll, ja, voll. Also ich sag jetzt, was ich noch auf dem Zettel hatte. Vielleicht hast du auch noch ein paar Sachen.
auch irgendwie so ein richtig irrer Plot-Twist am Ende. Smart Gains klaut Trainingspläne von Mick Weigel und verkauft sie für Geld, obwohl sie eigentlich kostenlos waren. Beide werden dann irgendwann große Mitentscheider in der Quality Group. Dieser Skandal ging größtenteils an mir vorbei. Ich habe nur mal irgendwann, hat irgendein anderer Protagonist, ich habe das so im Kopf noch, was erzählt von eben wegen von PDFs, die auf Server rumliegen, die sich Garnico, die sich Smart Gains irgendwo angeeignet hat. Ich wusste nicht, dass das die von Mick Weigel. Ich müsste jetzt auch lügen, ob die verkauft wurden. Also ich will keinen Ärger haben. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich behaupte jetzt irgendwas und oder ich bin mir sicher, dass das so war. Ich weiß aber, dass die Pläne, glaube ich, eigentlich von Mick Weigel waren und dann von Smart Gains Zweck entfremdet wurden. Ob die verkauft wurden, ich weiß es gerade nicht, aber auch das andere ist ja schon irgendwie geistiger Diebstahl. Habt ihr da Artikel oder Video noch dazu? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber das war sicher Thema in irgendwas, News oder so, oder? Wenn es die damals schon gab. Oder ein Artikel. Es gab ja damals auf jeden Fall, was ich hier finde, ist Smart Gains, neues Lifestyle-Programm. Smart Lifestyle. Wirklich? Das gab es auch mal. 18. Dezember 2018. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es dazu was gab. Das war auch eher so beiläufig. Ich glaube, das ist gar nicht so groß hochgekocht worden. Aber ich finde es trotzdem interessant, wie sich das dann entwickelt hat dazu, dass die beiden ja dann irgendwie so in dieser Quality Group dann zusammengearbeitet haben. Ja. Aber ich denke, dass das Bindeglied war da Wolf, oder? Weil er hatte, glaube ich, am Anfang den Kontakt zu Mick gesucht und ich glaube auch, dass Wolf den Benjamin an Bord geholt hat, dann irgendwann mal in die Quality Group. Mhm. Was ich noch auf der Liste habe, war Tobias Rothe. Da wurde auf YouTube mal irgendwann so ein Schnipsel veröffentlicht von irgendeinem Gespräch, war auch heimlich aufgenommen, wo Tobias Rothe sagt, diese scheiß David Hoffmanns und scheiß Mike Sommerfelds, die stecke ich alle in die Tasche. Kannst du dich erinnern? Ja. Das, und per Zufall hat das Garnicus bekommen. Wir haben es aber nicht veröffentlicht. Also was heißt, wir haben es nicht veröffentlicht? Wir haben das gesehen, weil wir es bekommen haben. Ich meine, ich habe das sogar irgendwann runtergeladen. Und eventuell habe ich das sogar noch irgendwo. Aber es war öffentlich so. Es war jetzt nicht, dass das irgendjemand undercover zugeschickt hat und das ging nie live. Das war live und wurde auch rumgeschickt und war auch so ein bisschen ein Skandal. Ich glaube, es gab sogar einen Artikel dazu, den wir dann offline genommen haben, weil der Tobias Rothe drum gebeten hat. Kann ich auch nicht mehr zu 100% rekapitulieren, aber da hat er ja irgendwie gesagt, er wird der nächste Star am Classic-Physik-Himmel. Ja, genau. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, und wie er da vollmundig eben alles pfeifen und er wird Bodybuilding Deutschland da richtig aufräumen. Tobias, ich habe den Wettkampf nicht mitbekommen, wo du aufgeräumt hast. Ich wollte gerade fragen, wie viele Wettkämpfe hat Tobias Rothe seitdem denn gemacht? Ja, das war... Das genauso ist auch so, viele wie ich. Ja, genau. Genau. Ja, da ist er ist auch ganz ein spezieller Charakter. Ich behaupte ja mal, den Unterschied zwischen ihm und Fitness-Oscar vom Körper her ist einfach Stoff. Und nicht seine, wenn man die Finger falsch dreht beim Bizeps-Curl, dass dann die ganze Übung nichts funktioniert. Und halt. Stellt sich nur noch die Frage, wer von beiden intelligenter ist. Das ist eine rhetorische Frage, sorry. Ja, das ist eine rhetorische Frage. Wollte ich auch so titulieren, auf jeden Fall. Oscar hat ein Studium abgeschlossen. Nicht, dass das der Kardinalsbeweis für Intelligenz ist, aber... Oscar war zumindest auch auf einer Schule. Nee, genau. Das ist jetzt. Das war Spaß und Ironie. Ja, aber eben Oscar, der ist nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn das so wirkt, aber der ist nicht... Eine Sache habe ich noch. Ja, ich hätte noch viele, aber erzähl mal. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als Karl S. aus dem Erdjans Body Gym so einen Front rausgehauen hat an
Julian Zietlow und Flavio Simonetti. Oh, Flying Simonetti, ja. Und Flying Uwe, glaube ich, auch. So die Fotzen und. Ja, genau, genau. Hurensohn Simonetti oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ja, ja. Da war er auch, glaube ich, so unter Einwirkung diverser Trainingsbooster. Die nicht auf Aminosäurenbasis sind, meinst du? Nicht nur das. Nicht Arginin, ja. Oder irgend sowas. Nee, ja. Und ich glaube auch kein Koffein, aber macht trotzdem wach und fängt mit dem gleichen Buchstaben. Nee, aber das war schon so, da habe ich gedacht, was hat er denn da jetzt eingeschmissen? Ja, und die angegriffenen Leute, ich glaube, Zietlow und alle, die haben ganz cool reagiert und haben, glaube ich, keine große Sache daraus gemacht. Fand ich noch, ich fand damals, die haben mit Größe reagiert, die Karl S. hätte niemals mit seiner Größe reagiert. Damals nicht, glaube ich, ne? Ja, wie die reagiert haben. Es gibt noch vieles. Es gibt Road to Glory, die Supplements ihren Cuttern und offene, geöffnete Supplements ihren Cutter geben, als Entlöhnung. Und es nicht verstehen, dass man das nicht gut findet. Klamotten, ey. Klamotten, angefangene Supplementdosen und so weiter. Was hast du noch? Oder auch gleiches Haus dort, Trainingspläne, die einfach nur kopiert wurden. Und da war schon Doc Alex, war da, glaube ich, schon an Bord. Da ist nachher auch Marcel zu denen nach Hause. Und hat auch wo der Manager dann im Livestream unter falschen Account hat. Ey, wenn man da mal richtig recherchieren würde, was da alles passiert ist. Ja, ja, da war schon dann lustig. Dann fällt mir wieder auf, ich muss aufhören mit dem Scheiß, es ist schon zu lange. Das ist schon lustig, ja. Und was irgendwie mit Jill nur gute Erfahrungen gemacht und so hat irgendwie der Social Media. Mit eigenem Account. Jill schreibt, hey, Jill ist echt voll der authentische und coole Typ. Ah, das war so köstlich. Oder auch gleicher Protagonist, das finde ich auch, wollte ich eigentlich mal ein Mob-Video machen, ich lasse es aber. Es gab doch, irgendwie war Jill nicht so linientreu bei der GA-Crew da. Gym Aesthetics hieß war das. War GA, ja. Doch. GA, okay, Gym Aesthetics, ja. Und da fand, glaube ich, Karl und Misch und so, den müssen wir jetzt mal ein bisschen disziplinieren. Und dann hat Mischa ein Video gemacht, wo er so durch die Blume sagt, jetzt weiß ich es wieder, es ging um Wemma. Frauenskandal. Genau, Karl wollte, dass GA weiter alle da Wemma vertreten. Und Jill und wie hieß der andere Vogel, Sai, werden sich dagegen, was ja ein guter Move ist. Und dann mussten diese diszipliniert werden. Und dann hat, glaube ich, Mischa Janik so ein Video gemacht, wo er so angetönt hat, dass der Jill nicht da ganz netti unterwegs ist. Und darauf, das ließ natürlich Jill nicht auf sich sitzen, macht ein halb Stunden langes Video, das ist noch online, das gibt es noch, wo er viel sagt, ich lasse mir das nicht gefallen, aber irgendwie nichts Konkretes die ganze Zeit und das lasse ich mir nicht gefallen und da müssen noch andere Leute müssen was dazu sagen und so weiter und so fort. Und dann in einem späteren Zeitpunkt zu diesem Video zeigt er seine Supplements-Morgenroutine und dort drin hat er seine Tablette, die ich glaube als Mönchspfeffer identifiziert wurde. Irgendwas, was man Post-Cycle-Therapie dann nimmt, irgendeine rote Pille. Das ist ein Prolaktinhemmer. Irgend sowas. Also im Video, wo er groß, er sagt nicht, dass er nett ist, aber groß ankündigt, dass er da was machen wird. Und dann den, ich würde jetzt sagen, fast den Beweis liefert, dass er eben nicht nett ist. Das war auch lustig. Jetzt hatte ich gerade noch was im Kopf, jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber auch was aus der Pro Bro. Pro war schon eine harte Zeit. Das war wirklich auch mit dieser Kleidermarke, wo dann den beiden weggenommen wurde. Die wurden ja ausgebotet dort, Mischa und Patrick. Boah, was war denn das jetzt? Ich scroll hier gerade durch Artikel durch. Es gab so vieles.
Ah, jetzt ist mir wieder nah, war nicht Pro Bro. Iron Max. Oh, da war, ja, was war da? Iron Max. Fans. Murat Demir hat sich nicht richtig benommen. Sollen wir den rausschmeißen, ja oder nein? Unglaublich, ja. Der was CEO, glaube ich, hat gesagt, so, ja, wir wollen das euch überlassen. Sagt mal, schmeißen wir den jetzt raus oder schmeißen wir den nicht raus? Diesen hat er gemacht. Den Cäsar hat er gemacht. Ja, was hat der Murat? Hat irgendwie was doof geantwortet? Hat irgendwas zu... War das nicht so eine BCAA-Geschichte? Genau. Oder sowas ganz Lapidares eigentlich. Ja, ja. Und anstelle, dass sich der CEO bedingungslos hinter seinen Angestellten stellt, nimmt er den Cäsar Daumen. Das war auch ein Skandal. Ich weiß nicht, ja. als Mischa und Patrick auf Ibiza waren und da voll mit großen Pupillen rumgelaufen sind, das war, glaube ich, kein Skandal. War das nicht Kolumbien? Da waren sie auch, ja. Ja. Nee, das hake ich unter jugendlichen Leichtsinn ab. Oder? Wir hatten einfach, also ich war jetzt nie in Kolumbien, ich habe auch keine Erfahrung mit Kokain, könnte ich aber haben. Und ich hatte einfach das Glück, diese Dinge, die wir gemacht haben, dass da keine Kamera dabei war und kein YouTube, oder? Nee, aber es gibt noch andere Dinge. Es gab doch, es ist immer so ein bisschen die gleiche Ecke. Supplify hieß der Sponsor. Weideway von grasgefütterten Milchhamstern oder irgendwas. Die haben auch irgend sowas gemurkst, ja. Eck.de. Ähnliche Geschichte. Stimmt. Hey, es war so viel. Schreibt mal in die Kommentare, was für euch der krasseste Skandal der Fitness- und Bodybuilding-Szene war. Oder ist immer noch bis heute. Das würde mich mal interessieren, auf was die anderen noch so kommen. Weil das war jetzt schon relativ viel. Wir sind jetzt durch Schwarmwissen von zwei Personen echt weit gekommen. Ja, und die ganzen, das war ja auch mal Usus, dass man Abmahnungen so rumgeschickt hat. Da war ja Karl, war da auch gut dabei. Ja, oder das, oh, das war auch was. Das Lied da über Karl S., als er da den Team disziplinieren wollte und gesagt, mach mal die Basics oder so. Dann war Karl S. auf Mount Everest, oder? Ja. Das war aber kein Skandal, oder? Ja, aber das mit dem Team da war schon ein Skandal. Die waren ja vor Gericht und alles. Da war ja auch irgendwie, und da kam ja auch raus, dass die Firma nicht so liquide ist und in Konkurs ging. Und die ganzen Ralf-Settler-Geschichte, wie er die anderen ausgebotet hat, ja, das ist kein Skandal, ja, das stimmt. Aber es gab, was ich jetzt noch habe, und damit schließen wir es aber auch ab, weil sonst, das geht sonst ins Unendliche. Ronnie Coleman, das von Mischa Janjec und Janis Karra. Kannst du dich da erinnern? Ich glaube, die haben sich irgendwie lustig gemacht, dass der im Rollstuhl sitzt oder sowas. Ja. Da gab es richtigen Shitstorm. Shitstorm. Ja, ich kann mich auch erinnern, jetzt wenn du sagst, der Mischa gab es auch Shitstorm, wo irgendwer in Berlin auf dem Denkmal, glaube ich, da für die Holocaust-Opfer so doof rumgepostet hat. Die waren schon immer gut für irgendeine Story, muss man sagen. Ja, da lief was. Ja, man munkelt, es gibt bald eine Reaktion zu irgendeinem Video. Zu was für einem? Irgendwas aus dieser Ära damals. Ah, wo dann? Ich weiß nicht. Okay. Dauer-Satire-Sendung. Sagst mir, wenn du weißt. Ja. Ihr werdet es hier als erstes erfahren. Das war, wie gesagt, das letzte Thema für heute, Chris. Vielen Dank nochmal für deine Zeit am Freitagabend. Das war auf jeden Fall eine ausgedehnte Folge mit einem Highlight am Schluss. Schreibt in die Kommentare, was war euer Fitness-Skandal mit dem größten Shitstorm? Potenzial. Das würde mich echt interessieren, ob ihr noch was habt, was wir jetzt nicht mehr haben. Ich hoffe, ich habe hier mit Chris heute einen guten Gast für Entertainment eingeladen gehabt. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Stammgast-Episode hier im Garnicus-Podcast. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.